Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Wer wird Millionär-Ausgabe live auf Twitch hier bei Nerdlabor. Und das sind unsere Kandidaten. Andi aus Münster. Hallo. Merlin aus Unna. Und Christoph aus Unna. Und hier ist unser ganz eigener Formel 1-Experte. Hier ist Tobi. Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zum großen Wer wird Millionär Formel 1 Special. Und da haben wir auch schon die erste Subscription. Vielen Dank, Christoph, dafür. Ja, heute ist ein besonderer Tag zum Feiern, denn in dieser Woche kommt ja quasi Formel 1 2020 raus. Und wir dachten uns schon im Vorfeld, hey, wie wäre es einfach, wenn wir mal ein Special dazu machen, über die komplette Formel 1? Ja. Die ganzen Fragen wurden natürlich von sehr vielen Experten zusammengestellt. Wir haben sehr viele Fragen haben wir geschrieben und uns ausgedacht, die natürlich basierend der Realität entsprechen. Also es gibt keine Fantasiefragen von unserer Formel 1 Season oder ähnlichen. Es geht alles nur rund um die Formel 1. Und ich bin mal gespannt, wer heute für sich den Marker hochsetzen kann. So. Natürlich, wir haben heute nur drei Kandidaten, aber es gibt noch als vierten Kandidaten eine kleine Überraschung, beziehungsweise, ja, es gibt eine Überraschung, wenn alle drei durchgespielt haben. So, dann würde ich mal sagen, wir schnacken nicht mehr lange, sondern gehen direkt ins Spiel. Und zwar bekommt ihr einen Link für die Auswahlfrage, die euch gleich bevorsteht. Und da müsst ihr einfach nur auf euer Profil klicken und die richtigen Antworten sortieren. Und wir sehen noch, der Christoph, der braucht noch ein bisschen, bevor wir starten können. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Wieso, ich bin noch drin? Vielleicht wieder den falschen ausgewählt. Am besten immer das letzte Profil holen. Habe ich. Ja, da kommen immer nachher nach, da kommen die erstmal nach und nach dazu. Mach nicht ganz so einfach. Nicht ganz einfach. Es kommt nicht beim ersten, zweiten oder dritten Profil, sondern das ist passiert, kommt gar nichts einfach. Das ist die kleine. Beide durchgegangen, die für mich sein sollen. Das ist etwas blöd, dass das momentan nicht funktioniert. Wie wär's, wenn du einfach mal die Seite komplett neu lädst, schließt, nochmal neu lädst? Vielleicht kommt dann irgendwas, das wäre nicht schlecht. Ilo schreibt, viel Glück, ja. Kannst also beobachten, was so heute passiert. Christoph. Naja, gut, während wir diese komplette Geschichte überbrücken und hoffen, dass dieser Fehler gleich behoben ist. Mehr als klicken ein bisschen, kann ich nicht machen. Vielleicht solltest du, ich weiß nicht, keine Ahnung. Überlegt euch was, ich mache hier die Brücke. Nee, Spaß beiseite. Also, es sind heute nur drei Kandidaten drin. Der vierte Kandidat, beziehungsweise vierten Kandidaten, ist eine Überraschungsgeschichte, denn wir haben uns sehr viele Fragen ausgedacht, beziehungsweise jemand im Chat hat sich diese Fragen ausgedacht. Der Ilo, der saß da für keine Ahnung wie viele Wochen und hat gegrübelt und geguckt und geschaut, was man so für Fragen stellen kann. Ja, 24 Stunden, er saß wirklich an seinem Schreibtisch und mit einer Nachttischlampe, die Kerze so schön am Lodern und ja, natürlich hat er alle Fragen erstmal mit ja, Feder und Tinte hat er sie niedergeschrieben in seinem Memoir, bevor sie uns zugeschickt hat und wir das alles eingetippt haben. Also, falls es irgendwelche Fragen gibt, die eventuell etwas zu schwierig oder zu leicht sind in diesen ganzen Bäumen, dann war das unser Empfinden, warum das nicht funktioniert, also warum das in dieser Geldstufe drin ist. Also, es ist heute gemischt. Hast du beide und Links ausprobiert? Also wir sehen, ja, bei Christoph ich geht beide Links nichts ausprobiert. Mehr als zwei Links habe ich aber auch nicht für mich. Selbst nach zwei Minuten warten. Okay, dann kannst du beide gleichzeitig aufmachen und einfach mal gucken, ob bei einem von beiden gleich die Frage kommt, weil dann machen wir jetzt einfach weiter. Ich kann es tatsächlich mal wieder nicht ändern. Ich stecke nicht drin in dem Programm. Gut. Alles klar. Sag Bescheid, wenn du ready bist. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich bin ready. Gut. Dann fangen wir an mit der ersten Auswahlfrage. Und sie lautet auf beiden folgendermaßen. Hey, Christoph ist drin. So.
Ordnen Sie diese Ereignisse eines typischen Formel-1-Renntages chronologisch. Da haben wir den Boxenstopp, den Rennstart, die Siegerehrung und die karierte Flagge. Langsam, langsam. War langsam. Den Okay-Knopf nicht getroffen. So. Hat mich nochmal eine halbe Sekunde gekostet. Wie sieht eigentlich so ein Rennen aus? Es muss ja erstmal starten. Also fangen wir mit dem Rennstart an. Danach kommt ein schöner, sympathischer Reifenwechsel, also Boxenstopp, karierte Flagge zum Ziel und am Ende hebt der Fahrer den Pokal hoch, die Siegerehrung. Und wir schauen mal, wer am schnellsten geantwortet hat. Wer mit 4,12 Sekunden herzlich willkommen Geschichte. Bei Wer wird Millionär? Hey. Ja, Erlin. Hi. Hey. Moin, moin. Mensch, lange nicht gehört. So, Merlin. Yes. Hast du Bock? Bist du bereit? Ich hab richtig Bock, ja. Bist auch richtig gespannt, hier, was da hier so für Fragen kommen. Ja, Merlin, erste Frage schon mal vorweg. Welches Formel-1-Team oder bist du eher so der Formel-1-Fahrersucher? Also bist du eher Fahrerliebling oder suchst du eher ein komplettes Formel-1-Team, was du supportest? Na, aktuell eher ein komplettes Team. Also Racing Point, wobei es, also ne, ist halt ein sympathisches Team, finde ich. Es fährt einen sehr sympathischen Owner, aber gut. Aber eigentlich schlägt mein Herz für einen einzigen Fahrer, aber der fährt leider nicht in der Formel 1. Der Herr Stoffel van Dorn. Ja, ich weiß nicht, seit wann diese Liebe überhaupt sehr groß existiert, dass du sagst, Stoffel ist richtig cool. Das werden wir gleich später sehen, vielleicht so nach den ersten 5 Fragen. Aber schauen wir mal, wie eigentlich diese Version von Wer wird Millionär heute von der Hand geht. Und zwar... Fragen sind immer noch von 1 bis 15. Nur es gibt eine kleine Änderung. Wir haben dieses Mal nur 3 Joker drin. Einmal den 50-50 Joker, einmal den Second Chance Joker, den wir von dem 4. Platz in den 2. Platz verdrängt haben oder verschoben haben. Diese Nummer. Also wenn du diesen aktivierst, werde ich auch danach erklären, was du mit diesem Joker machen kannst. Und am Ende kann der Chat sogar entscheiden mit dem Publikumsjoker, welche Antwort wohl richtig sein könnte. Das werde ich auch später klären. Ansonsten, ja, eigentlich gibt es nicht so viel zu erzählen, weil wir würden ja alles schön dem Original, bis auf die Joke. Merlin! Yes. Bist du bereit für die ersten Fragen von Wer wird Millionär? Ich denke. Dann ich hoffe. Wir an mit dem Formel 1 Special. Los geht's. So. Wie heißt der Teamchef von Haas F1 Team? Günter Netzer, Günter Holzer, Günter Steiner oder Günter Plastiker? Ich finde es gut, dass ihr die Frage tatsächlich an das Millionär-Niveau angefasst habt. Das ist C, der Günter Steiner. Ja, ich würde es gerne in seinem Akzent sagen, aber den kann ich nicht. Günter Steiner? Ich weiß es auch nicht. So, Frage Nummer 2. Wenn 2 Piloten am Ende einer Saison punktgleich die WM anführen, dann entscheidet die Anzahl der Siege, die Punktzahl des Vorjahres, das Los, die Anzahl der Pole Positions. Punktzahl des Vorjahres finde ich auch putzig. Aber es ist die Anzahl der Siege. Anzahl der Siege, ja, korrekt. So, Frage Nummer 3. Im Jahre 2010 stiegen 3 neue Teams in die Formel 1 ein: Virgin Racing, Lotus Racing, später KTM, und HRT, DAX, DHL. Oder ING. Das ist das Hispanic Racing Team. Das ist das A, die Nummer Antwort A. Yep. Daniel Ricciardo damals. Er weiß jetzt 2011, ich weiß nicht genau. Nummer 4. Das Ego Keks. Ja, Ego Keks, danke für den Follow. Aber wir möchten gerne wissen, was bewirkt das Drag Reduction System bei einem Formel 1 Auto? Es klappt den Heckflügel um. Es enthält einen zusätzlichen Gang. Es ist ein Airbag. Oder es wirft Ballast ab. Ein Airbag im Vorfeld sollte ich gerne sehen. Aber es ist, es klappt den Heckflügel um. Korrekt. Er geht richtig los. Aber geraden. Und die letzte Frage, dann hast du die ersten 5 richtig. Der Suzuka Circuit ist die einzige F1-Strecke, die einen Tunnel besitzt, in Form einer 8 gefahren wird, mehr als 15 Kurven besitzt,
mehr eher rechts als Linkskurven besitzt. Würde ich doch mal sagen, das ist die einzige Strecke, die in einer Form einer 8 gefahren wird. Und damit hast du die ersten 5 richtig. Yes. Ja. Ah. Schon mal keine komplette Blamage. So, die ersten 5. Sehr, sehr simpel und sehr schnell beantwortet von dir. Finde ich sehr schön. So, also wie kommt's, dass du eigentlich Racing Point Fan bist? Also ich höre eher von vielen Leuten, Racing Point, jetzt ist Lance Stroll noch da. Das ist doch alles ein bisschen bescheiden. Und warum Racing Point? Warum? Ja, tatsächlich ist einer der Gründe, die du gerade genannt hast, auch einer der Gründe, warum ich das Team mag, weil ich eigentlich Lance Stroll sehr sympathisch finde. Denn er wird von vielen ein bisschen Unrecht nieder gemacht. Also er ist halt immer noch einer der jüngsten Fahrer des Feldes, der zweitjüngste. Er hat schon viel erlebt. Also klar, viel Geld, aber ich glaube, er hat auch einiges an Talent. Wird er mit Sicherheit auch noch zeigen, jetzt wo er in einem richtig guten Wagen sitzt. Und ich finde ihn auch sehr sympathisch. Ich glaube, viele, die ihn nicht mögen, haben ihm noch nie wirklich zugehört. Ich bin gespannt, wie sich Lance Stroll schlägt. Es gibt viele Leute, die einfach sagen, er sei einfach ein arroganter F1-Fahrer, ja, das halt und er also würde nichts auf dem Kasten haben. Ne? Also Letzteres kann ich eher verstehen als Ersteres. Ja, ich glaube, so selten wie die Kamera auf ihn fokussiert ist, können wir uns kein richtiges Bild davon geben. Jedenfalls, was wir uns jedenfalls anschauen dürfen, sind die nächsten 5 Fragen, Merlin. Wir fangen an mit der 6. Ja. Für wie viele verschiedene Teams trat Sebastian Vettel in der Formel 1 an? 1, 2, 3, 4. Das dürften, glaube ich, 4 sein. Das dürfte Sauber, Toro Rosso, Red Bull und Ferrari sein. Deshalb nehme ich Steh. 4. Ja, gut. Du hast schon alle genannt, aufgezählt. Ist es korrekt? D ist richtig. Eine Rennung mitgenommen. So, natürlich eine Sensation gewesen. Italien, Sebastian Vettel. Er auf dem ersten Platz. Nummer 7. Auf welcher Strecke wurde erstmals ein Rennen in der Nacht ausgetragen? Bahrain, Singapur, Abu Dhabi, Malaysia. Wir ziehen den Schwierigkeitsgrad etwas nach oben. Ja, das ist entweder A oder B. Ich glaube eigentlich, dass es B ist. Weil ich glaube, da damals ziemlich krass geworden war und das in Bahrain das Rennen erst später nach hinten verschoben wurde, weil Bahrain ist ja schon deutlich länger auf dem im Kalender, glaube ich. Oder? Ja, auf jeden Fall ist schon länger im Kalender als Singapur, aber ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es B ist. Also letzte Antwortmöglichkeit, B sagst du. Ja. Gut. Ich weiß, bin gar nicht sicher, ob Bahrain überhaupt schon viel länger da ist als Singapur, aber Singapur dürfte so 2008 oder so gewesen sein. Gut, also Malaysia hatte nie ein Nachtrennen. Ja. Abu Dhabi ging in die Nacht hinein. Das aber war noch eine schöne Abenddämmerung. Ja. Und ja. Seit 2014 wird Bahrain in der Nacht gefahren. Heißt also logischerweise, Singapur ist korrekt. Yes. Yes. Nice. Schön. Ja. Nummer 8. Welche Marke war nie ein Motorenhersteller in der Formel 1? Peugeot? Porsche, Cadillac, Ford. Ist mich wieder unsicher. Also Porsche und Ford ziemlich safe. Peugeot oder Cadillac? Also Peugeot mal. Joa. Also, 3 Joker Peugeot. Hast du. Ja. Wenn du den ersten schon mal aktivieren möchtest, kannst du das gerne. Ich glaube, machen. Das muss ich tun, denn ich bin mir bei A und C nicht sicher, aber ich habe Angst, dass der 50-50 mich da mit den beiden zurücklässt. Das wäre blöd. Ich nehme trotzdem 50-50.
Gut. Dann nehmen wir den 50-50-Joker. Ja, dann ist es Safe C, Cadillac. Gut. Cadillac ist korrekt. Erster Joker schon so früh. Ärgerlich. Ja, es ist eigentlich noch in Ordnung, ne? Noch im Rahmen des Ganzen. Ich finde es aber schön, dass wir mal einen Joker opfern könnten, weil das zeigt uns, dass die Fragen korrekt eingestuft sind. Das ist auch mal schön. Ja. Wie gesagt, alle Fragen vom ILO erstmal an dieser Stelle. Vielen Dank im Voraus. So, Frage Nummer 9. Und zwar möchte ich wissen, wie oft wurde die Rennstrecke Buddha International Circuit in Indien für die F1-Rennen benutzt? Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich bin kein Inder. Einmal, dreimal, zehnmal oder 13-mal. Ja, die wurde nicht sonderlich oft benutzt, aber ich denke schon, dass sie mehr als einmal benutzt wurde. Wenn es denn die indische Strecke von 2010 da rum ist. Mhm. Die vorher nicht schon mal befahren wurde, was sie, glaube ich, nicht wurde. Würde ich auf dreimal gehen. Also ich sage eigentlich... eigentlich bin ich mir sicher. Weil einmal war... Sie ist mehr als einmal gefahren worden. Bin ich safe. 2010, 11, 12 oder so ist sie gefahren worden. Ja, ich sag B, dreimal. Wenn die vorher nicht schon befahren wurde, ist es B, dreimal. Dann loggen wir B ein. So. Also. Ich sag's mal kurz und schmerzlos. Vettel holte auf dieser Strecke jedes Mal den Sieg. Und das durfte er insgesamt dreimal machen. Ja, B ist richtig. Ja. 2011, 2012 und 2013 war es. War ja nah dran. Ja, also ja. Genau, das ist auch nicht schlimm. Also, Frage hast du damit auch trotzdem richtig beantwortet. So. Nummer 10. Dann haben wir auch diesen Fragenbaum abgehakt. Beziehungsweise hier die nächsten 5. Bin mal gespannt, ob du die 16.000 für dich sichern kannst. Los geht's. Beim großen Preis von Monaco 2004 hatte Jaguar den neuen Film Ocean's 12 beworben und trat mit einer Sonderlackierung an. Was war das Besondere? Verchromter Heckflügel, Diamant an der Nase, vergoldetes Lenkrad oder Rubine am Rückspiegel? Na, Gott sei Dank weiß ich das. Das ist der Diamant an der Nase und der ist sogar verloren gegangen. Wobei man ja immer noch glaubt, dass das alles Marketing war, dass der geklaut wurde, etc., etc. Aber der Jaguar wurde auch gut in die Wand gesetzt und es ist der B, der Diamant an der Nase. Das macht eigentlich schon keinen Spaß mehr, wenn die Leute bei 16.000 Euro diese Frage quasi richtig beantworten. Ja, ist korrekt. Okay, die Hürde schon geschafft. 250.000 Dollar hat dieser Diamant gekostet und der Österreicher namens Christian Klien setzte den Wagen in der ersten Runde in die Leitplanke. Das war bei der Löskurve. So. Schon ärgerlich. Dein ist nicht mehr auffindbar gewesen, so wie du es gesagt hast. So, also, Merlin, du bist wohl ein Zeitzeuge gewesen. Wie lange schaust du eigentlich. Nicht unbedingt. Wie lange schaust du eigentlich die Formel 1, wenn ich das fragen darf? So, von wann bist du so richtig eingestiegen? Das erste Rennen? Also. Beim Zuschauen. Ich gehe jetzt davon aus, dass du kein F1-Pilot gewesen bist in deinem Leben. Bisher noch nicht, nee. Ich glaube, das wird auch nicht dazu kommen. Das ist eigentlich gar nicht mal so leicht zu beantworten, weil ich als Kind mega großer Formel-1-Fan war, also wirklich ultra großer Schumacher-Fan. Deshalb habe ich die, glaube ich, wirklich schon geguckt, seitdem ich, weiß ich nicht, 3-4 bin oder so. 3-4, 5-6. Das hat sich dann irgendwann aus den Augen wieder verloren. Dann habe ich so 2014, 13 wieder richtig angefangen und seitdem halt komplett wieder. Aber als Kind war ich auch schon ein riesen Schumi-Fan, hab auch 1000 Schumi-Bücher hier rumstehen. Ja, die Anzahl der Schumi-Bücher im Hintergrund, die ist wirklich enorm. Man könnte es, glaube ich, sogar sehen, wenn ich vernünftig Licht hätte, aber habe ich nicht. Also Michael Schumacher. Aber man sieht hier... Ja.
Genau, man sieht es auch nicht so ganz, das Auto ein bisschen. Da ist jedenfalls ein Auto von ihm. Also nicht offiziell von ihm, aber ist. Nee, also Michael Schumacher, ein riesengroßes Idol für viele Deutsche da unter uns. Ja. Bin mal gespannt, wie du die nächsten fünf Fragen beantwortest. Du hast noch zwei Joker zur Verfügung. Ich wünsche dir sehr viel Glück und ich hoffe, dass wir mit dieser Schwierigkeit dich noch mehr ärgern dürfen. Deswegen bin gespannt. Gehen wir los in die 11. Frage. Welcher Fahrer hält den Rekord für die meisten Rennteilnahmen, ohne auch nur einen einzigen Punkt eingefahren zu haben? Jean Alesi, Mika Salo, Luca Badeur oder Pedro Della Rosa? Das ist ziemlich sicher C, weil alle anderen Punkte eingefahren haben. Ich dachte erst, das wäre jemand anderes gewesen. Ich habe vergessen, wie der hieß. Aber Luca Badeur. Ich dachte mal, Luca Badeur wäre der Testfahrer für Ferrari gewesen. Aber ich glaube, ich verwechsel den gerade einfach. Bei Jean Alesi, weiß gerade nicht, wer der von denen der Vater und der Sohn ist, aber wenn es der Sohn ist, ist er halt noch nicht gefahren. Mika Salo ist safe Punkte gefahren und Pedro La Rosa auch. Insofern nehme ich da C, Luca Badeur. Du bist ja also ziemlich sicher, dass das C sein könnte. Ja. So wie viel Prozent? Gesunde 85. 85%? Ja. Also du bist zu 85% sicher, dass wir das einloggen sollen, dürfen, müssen. Ja. Ja. Gut, dann brauche ich keine Überzeugungsarbeit mehr zu machen. Wir loggen ein, C. Und diese Antwort ist korrekt. Ja. ...51 Rennteilnahmen und kein einziger Punkt für Luca Badeur. Wir verdoppeln. 32 auf 64.000, wenn du mir diese Frage richtig beantworten kannst. Beim Start vom Großen Preis von Belgien 1998 passierte der bis dahin größte Massencrash der F1-Historie. Wie viele Fahrer schieden dabei aus? 7. 10, 13 oder 27. Das ist ja insofern schon asozial, weil die ja damals noch ihr zweites, jedes Team drittes Auto hatte, in das dann wahrscheinlich auch noch Leute eingestiegen sind und damit weitergefahren sind. Und ich deshalb jedenfalls zum Joker greifen muss, weil ich mir definitiv nicht sicher bin. Also 27 sind es nicht. Ja, 13 oder 10 könnten halt beide sein, 7 könnte es aber auch sein, weil die halt wie gesagt danach noch in ihr scheiß Back, in das nächste Auto einsteigen konnten. Das wir mit Sicherheit auch getan haben, die meisten. Deshalb würde ich da glaube ich fast auf den Second Chance Joker gehen. Muss man aber immer noch Gedanken machen, welche beiden Antworten ich dann nehme. Aber also das sind schon eine Menge. Ich weiß ja nicht, Coulthard ist ja derjenige, der sich da rausgedreht hat. Der wird ja, ich weiß nicht, von welcher Pose er gestartet ist, aber der wird ja nicht so mega weit hinten gestartet haben. Also sagen wir mal, der war Fünfter oder Vierter oder so. Dann haben sich ja fast alle danach, hat er ja eigentlich mitgenommen. Das ist ja dann schon einiges. Also, du möchtest einen Joker aktivieren? Ja, ich nehme den Second Chance Joker. Gut, dann aktivieren wir den Second Chance Joker. Bei dieser Geschichte muss ich dich jetzt informieren. Du darfst mir eine Antwort geben. Wenn sie falsch ist, darfst du eine zweite Antwort geben. Aber du darfst in dieser Frage nicht sagen, okay, ich höre auf, ich nehme das Geld und fertig. Also du musst jetzt diese Frage ausspielen und ich möchte jetzt von dir die erste Antwort. Ja, gut. Dann nehme ich einfach mal das, was in der Mitte ist, und zwar B. 10. So. Diese Antwort ist falsch. So. Okay, jetzt muss ich nachdenken. Jetzt geht's los. Meine sehr verehrten Damen und Herren, schneiden Sie sich an. Jetzt geht's los. Das Ding ist, ich habe auch keine Ahnung, wie groß das Grid in 98 war. Aber das wird ja wohl. Wie viele Autos sind denn da damals mitgefahren? Weil ich würde dann fast schon eher zu 7 tendieren, weil die wegen den
B-Cars halt, weil die da noch weiterfahren konnten. Die sind ja dann nicht direkt ausgeschieden. Zumindest einer aus dem Team. Und dann waren halt 7 Teams quasi gelackaft, dass sie halt nur einen hatten. Würde so eigentlich soweit Sinn machen, weil ich wüsste nicht, wo. Als ob 13 Leute dann. Nee, das geht ja auch fast gar nicht. Das ist schwierig. Ja. Aber ich würde. Jetzt muss ich ja eigentlich sagen, und dann macht für mich A mehr Sinn. Doch, A macht für mich mehr Sinn. Das ist finale Entscheidung? A? Ja, A. Weil die das mit reinberechnet, dass die danach weiterfahren durften, aber es war ja mit Fleck und alles, also durften die danach weiterfahren, insofern. So. Also, geht wirklich nur darum, wie viele bei diesem Crash draußen gewesen sind. Die sind ja nicht direkt ausgeschieden, sondern nur weiterfahren durften. Also beim großen Preis von Belgien 1998, große Massencrash der F1-Historie. Also 27 ist kompletter Schwachsinn. Ja, das. So, B hast du ja schon falsch beantwortet. Die Frage ist also bei 50-50 hier gerade, ob du jetzt weiterkommst oder nicht. 7 oder 13, es ist 13 gewesen. Ah. 13 gewesen. Aber auch wirklich, dass danach wirklich 13 Leute nicht mehr weiterfahren konnten danach in dem Rennen. Das musste. Die hatten doch ihre Beaker, weil dann finde ich das, dann würde ich sagen, das, also die sind nicht ausgeschieden. Die haben ihr Auto zu Schrott gefahren, okay, also, aber ausgeschieden. Aber kann auch sein, dass das stimmt. Wie gesagt, es aber geht laut ILO wirklich nur darum, wie viele bei diesem Crash rausgeflogen sind. Ja, aber die sind ja nicht ausgeschieden, wenn die sind ja offiziell im Klassement nicht rausgeflogen. Ja. Also 30 Wagen waren Schrott gewesen bei diesem Rennen. Berlin, es hat Spaß gemacht. 60.000 zwar runtergefallen, aber vielen Dank, dass du der Erste gewesen bist, der sich hier diesen ganzen Formel 1-Fragen gestellt hat. So, schauen wir mal, wer das am besten hinbekommt, die zweite Runde, wer am schnellsten ist und vielleicht sogar den Marker von Merlin einstellt. Ich bin gespannt, wir haben ja noch 2 Personen, also Andi und Christoph. So, also ihr habt mal wieder die Möglichkeit, ein bisschen mitzumachen, indem ihr einfach auf den Link klickt, euer Profil aussucht und ich hoffe, es funktioniert diesmal. Also bei Christoph hat es direkt gefruchtet und bei Andi auch. Das heißt, es steht uns nichts mehr im Weg und Christoph hat sich sogar umgezogen. Sehr schön, freut mich. Ah, so. Wie kommt der dazu? Gut, also, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir machen jetzt hier die nächste Auswahlfrage. Dann bin ich mal gespannt, wer hier am schnellsten ist. Welche Farben sehen Sie, wenn Sie überrundet werden? L-U-A-B. So. Come on, Blue Flag, Blue Flag. Ah, B-L-A-U. Mensch, das gibt's doch nicht. Warum macht niemand für Vettel Platz? Es ist so verrückt. Naja, gucken wir mal, wer der Schnellste gewesen ist. Christoph mit 3,56 Sekunden. Herzlich willkommen hier in der zweiten Runde von Herbert Jörniger. So. Christoph. Jo. Ich sehe, du hast dein Red Bull-Shirt an. Seit wann bist du Red Bull-Fan? Und außerdem bekommst du noch mein Shirt von mir. Also das Shirt von mir. Muss ich dir doch das neue holen. Dein Shirt, ja. Ich möchte gerne dein Shirt haben. Du kriegst mein Shirt, kriegst du, ja. Nee, tatsächlich seitdem Verstappen damals von... Seitdem Verstappen im Team ist. Seitdem Verstappen. Also davor so Vettel, das ging dir irgendwie, war dir eigentlich egal. Ich war noch nie ein Vettel-Fan. Muss ich ganz ehrlich gestehen, ich mochte den noch nie. Der war mir immer unsympathisch. Auch damals, als er die Weltmeisterschaft geholt hat. Aber der war mir nie sympathisch.
Für wen müsstest du dich, also wen würdest du eher favorisieren quasi? Also du magst ja Vettel nicht. Ich stelle jetzt einfach mal die Frage, Vettel oder Hamilton? Und warum? Wenn wer von den beiden wäre eigentlich so der erträglichste? Ja, Hamilton. Hamilton, okay, alles klar. Ich dachte, jetzt kommt da irgendwie so ein Zwiespalt. Vielleicht bist du auch so ein Typ, der Hamilton nicht mag. Ich mag Hamilton. Der ist ein sympathischer Fahrer. Gut. Dann brauche ich wohl nichts mehr zu sagen, außer dir auch die Spielregeln zu erklären. Übrigens, die Werbung mit dem Ford Focus ST, die kommt heute nicht. Stattdessen könnt ihr auch keine 10.000 Euro gewinnen und nicht über losgehen. So. Also, der Fragenbaum von 1 bis 15, von leicht bis schwer. Ja. Dabei hast du noch drei Joker. Einmal 50-50, einmal Second Chance und einmal Publikum. So kriegen wir die Erklärung ebenfalls rum. Ha! Naja, gut. Also Merlin hat's auf die 16.000 Euro geschafft und ich bin mal gespannt, wie weit es du schaffst. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und ich bin gespannt, welche 15 Fragen von Ilu diesmal auf dich warten. Bist du bereit? Ja. Gut. Ja, das wird eh ein reines Rumgerate, von daher. Dann geht es los mit der ersten Frage bei Wer wird Millionär? So. Was versteht man in der Formel 1 unter einer Box? Garagen der Teams? Anderes Wort für Funkgerät? Fanbereich hinter den Tribünen? Oder Kantine an der Rennstrecke? Sind natürlich die Garagen der Teams. Garagen der Teams, ja, so schwer war das auch wieder nicht. Ah, ist richtig. Numero 2 möchte ich gerne wissen. Nach der Rennstrecke in Pescara und der Nordschleife, welche Rennstrecke hat die längste Streckenlänge? Spa, Monaco, Suzuka oder Abu Dhabi? Das ist A, Spa. So, das ist ebenfalls korrekt, ja? Mit 7, irgendwas Kilometer, 7,8 sind es, glaube ich. Hätte ich doch am besten die ganzen Streckvorstellungen von Heiko Wassermann gehört. Was hat die Formel 1, oder was hat die Formel 1 Wagen 2018 optisch deutlich verändert? War das A, das Halo, die Rillenreifen, schmalere Frontflügel oder D, deutlich höhere Bodenfreiheit? War das Halo. Beyoncé wäre stolz auf dich. A ist korrekt. Microsoft auch. Ja. Master Chief hebt schon den Daumen hoch. Wofür steht die weiße Flagge in der Formel 1? Rennabbruch. Strecke ist rutschig. Langsames Fahrzeug voraus. Medical Car auf der Strecke. Es ist tatsächlich der Moment angekommen, wo ich raten muss. Es ist leider viel zu früh. Rennabbruch kannst ja, also ich struggle gerade zwischen Rennabbruch und Medical Car, aber Rennabbruch ist ja meine schwarze Flagge, deswegen Medical Car auf der Strecke. Medical Car? Hat es schon mal ein Medical Car in der F1 gegeben? Ja, es gibt das Safety Car und das Medical Car. Das ist halt einfach, aber wobei, da kommt ja keine weiße Flagge. Ja, was könnte es sein? Ich meine, ein Rennabbruch. Nehmen wir beispielsweise mal den Unfall von Antoine Hubert. Welche Flagge wurde da gezeigt? Kannst du dich noch erinnern? Oder generell, wenn ein Unfall passiert? Erstmal die gelbe. Und dann rot. Rot ist ja Rennunterbrechung. Stehen noch drei Joker zur Verfügung. Ja, aber ich möchte eigentlich auch keinen Joker vor der 500-Euro-Frage verschmeißen. Es gibt viele Leute, die beispielsweise den ersten Joker schon in den ersten 5 Fragen da gegeben haben und dann haben sie es doch auf noch 500.000 Euro geschafft. Also langsames Fahrzeug voraus. Fuck, ey. Rennabbruch ist rote Flagge. Ja. Ja. Das können wir schon mal ausschließen. Hoffentlich einig. Können wir es schon mal ausschließen? Strecke ist rutschig, wird, meine ich, nicht mit einer Flagge gekennzeichnet. Okay. Also bleibt nur noch
langsames Fahrzeug voraus oder Medical Car auf der Strecke. Das langsame Fahrzeug voraus wird doch auch nirgendwo gekennzeichnet, sondern da kriegt das Fahrzeug, was vor dir ist, kriegt... Nee, dann ist gelb, wenn das Fahrzeug langsam wird vor dir. Wegen Behinderung auf der Strecke. Ja, ich nehme 50-50 Joker. Ne, 50-50 Joker. Gut, dann holen wir den 50-50 Joker. Rennabbruch oder langsames Fahrzeug voraus? Ja, dann C. Wäre Geburt, aber C ist richtig. Ja. Deine weiße Flagge geschwenkt wird, habe ich noch nie gesehen. So, Nummer 5. Da hast du es geschafft. Ja, wow. Wer von 2015 an den Folgen der Seinzeit? Bianchi. Ah. Ja, gut. Die Regie hätte da einfach nur abnicken können. Direkt eine Lösung. Wichtig. Hey! Immerhin diese Antwort richtig beantwortet. Ich bin stolz. Schön, wir haben die ersten 5 richtig. Ein Joker musste leider Gottes dem Opfer verfallen, aber es ist nicht schlimm, du hast noch 2 weitere übrig. Ja, also du bist ein riesengroßer Red Bull-Fan durch Verstappen. Was findest du an Verstappen richtig interessant oder gut? Was ist es, was dich so an ihm überzeugt? Ja... Das ist das, was mich an ihm überzeugt. Das ist irgendwie, ich glaube, das hat irgendwie fast jeder, dass man immer einen, oder fast jeder, dass man einen Fahrer hat, den man sympathisch findet. Und bei mir ist das halt einfach, das hat mich, ich kann nicht sagen, warum. Der, mir gefällt seine Art. Ich finde das cool, wie er, wie lässig er auf der Strecke ist. Dass er sich auch mal extrem aufregen kann, wenn sein Auto nicht so will, wie es will. Ja gut, das hat man damals bei den ganzen Renault-Motoren, hat man das in der letzten Saison noch gehört. Das hat man auch am Sonntag gehört. Genau. Als dann der Honda-Motor, beziehungsweise die technische Einrichtung des Autos sich gedacht hatte, heute fahren wir doch nicht. Ja, schauen wir mal, ob wir mit den nächsten 5 Fragen besser fahren können. Gehen wir mal auf die Nummer 6 zu, so langsam. Was wird bei manchen Rennstrecken anstatt Champagner auf dem Podium verspritzt? Prosecco, Sekt, die Freeway Cola oder das Rosenwasser? Echt jetzt? Ja. Also ich würde tippen, also meine erste Vermutung wäre jetzt Prosecco, nee. Champagner ist ja eigentlich schon das edelste Getränk von den 3 Getränken, die da jetzt noch an normalen Getränken in Anführungszeichen stehen. Muss ein Wasser? Na gut, wenn du mal den kompletten Rennkalender mal durch den Kopf gehst. Ja, es gibt Länder, wo kein Alkohol ausgeschenkt wird. Das ist richtig. Wie zum Beispiel Bahrain. Ja. Das ist richtig und ich habe das bestimmt auch schon mal irgendwo mitgekriegt, was da stattdessen ausgeschenkt wird. Von daher sind Prosecco und Sekt auch schon mal raus. Mhm. Das heißt, es liegt am Alkohol. Das war mir dann hinterher auch klar, aber Cola ist ja irgendwie auch schon so mehr oder weniger ein... Das verspritzt man nicht bei einer Formel 1, von daher sage ich Rosenwasser. Ja gut, das wäre auch... Das klebt auch noch so schön an den ganzen Rennanzügen. So, bin ich mal gespannt, ob die Regie es schafft, D einzuloggen. Ja, also es ist eingeloggt. Ich habe noch nie einen Fahrer gesehen, der mit einer Tube Mentos und einer Coca-Cola jemanden versucht hat zu spritzen. Er braucht es ja nicht dafür. Wenn du eine Cola so schüttelst, spritzt ja auch raus. Ja, also D ist kompletter Humbug. D ist richtig, ja. Das Rosenwasser in Bahrain wird's abgespritzt oder verspritzt. So, Frage Nummer 7. Wie heißt der Teamchef von Mercedes F1 Team? Ist es Toto Wolff? Ach Gott! Toto Wolff oder Toto Wolff?
Ich meine mit 2F, also C. Da wird nicht Toto geschrieben. Und deswegen kann es entweder nur A, C oder D sein. Und ich meine, der wird mit 2F geschrieben. Nachnamen. Wobei Toto ja auch nicht sein Vorname ist, aber... Ja, ich sag C. Gut. Also. Der Teamchef vom Mercedes F1-Team ist Toto Wolff. Na gut, die Regie hat aufgepasst, hat noch nicht auf Lösung aktiviert. Die richtige Schreibweise vom Toto Wolff ist C. Toto Wolff. Hey. Ja. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, da haben wir auch diese Frage bei einem typischen Wer wird Millionär haben wir jetzt abgehakt. Kommen wir jetzt zu 8. Wie Heiko Wasser sagen würde, 8! Welches war das erste lizenzierte offizielle F1-Spiel von Codemasters? F1 2008, F1 2009, F1 2010, F1 2011. Wir haben ja bestimmt gerade eine rege Community, die mitguckt. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, da muss ich passen. Ich weiß, dass es vor Codemasters EA gemacht hat, aber frage mich nicht bis wann. Mhm. Ich habe tatsächlich gerade so den Hang zwischen 2010 und 2011, weil ich irgendwie im Kopf habe, 2010 wäre der Wechsel gewesen, aber ich nehme den Publikumsjoker. Gut. Den Publikumsjoker. Ach, meine wunderschöne Lieblingsmusik. Also ihr könnt abstimmen. Und zwar einfach den großen Buchstaben A, B, C oder D in den Chat schreiben. Die ersten Votes kommen, aber ich lese die Frage trotzdem vor. Welches war das erste lizenzierte offizielle F1-Game von Codemasters? War das F1 2008, F1 2009, F1 2010 oder war das doch F1 2011? Ihr habt jetzt die Wahl. Los geht's. Joa, ne? Da war eine lange Abstimmung. Ja, es sind sehr viele Leute, die gerade am Drücken sind oder am Überlegen sind. Glaube ich. Ja. So. Wir haben sensationelle, ich sag mal die Zuschaueranzahl nicht. 2 Leute haben gewotet. Okay, ich sehe gerade, es sind 12 Leute im Chat. Ihr könnt euch gerne beteiligen, wenn ihr gerne mitraten möchtet. Ich reiße euch nicht mehr den Kopf ab, wenn ihr es falsch beantwortet. Denn am Ende muss der Christopher entscheiden, welche Antwort richtig sein könnte. Nein, Spaß beiseite. So, also wir haben 2 Leute, die gesagt haben, B. Hundertprozentig ist es B. Okay. Ich vertraue auf die Leute. Ich sage auch B. Die große Anzahl von Publikum. So, das erste Videospiel von Codemasters für die Formel 1 war übrigens 1986 und nannte sich Grand Prix Simulator. Das. Ja, konnte man auf dem C64 spielen, aber Boah. Das erste offizielle lizenzierte Formel 1 Spiel von Codemasters war 2009. Yay. Ja. Die ein oder anderen werden ein Vietnam-Flashback haben, denn dieses Spiel gab es nur für die Wii und das war sowas von schön und sowas von gut. Wer also eine Wii da draußen hatte, sollte auf jeden Fall dieses Meisterstück sollte mal spielen. Bin mal gespannt. So, die Frage Nummer 9. Pastor Maldonado fuhr den bisher letzten Sieg für Williams im Jahre 2012 ein. Welcher Fahrer fuhr davor den letzten Sieg im Jahre 2004 ein? Juan Pablo Montoya, Kimi Räikkönen, Fernando Alonso oder Jenson Button? So, jetzt wird's schwierig. Ja, also wissen könnte ich es nur, wenn ich mich mit der Geschichte der Formel 1 auskennen würde, weil ich zu dem Zeitpunkt
stolze 6 Jahre alt war und da kann ich mich nicht mehr da ehrlich gesagt dran erinnern. Ich könnte jetzt einfach blind drauf losraten. Da hätte ich mehr Chance, glaube ich. Aber ich könnte ja auch die Second Chance nehmen. Gut. Dann aktiviere ich, das tue ich auch. Den ja. Second Chance Joker. So, du darfst jetzt nicht aufhören. War mir schon klar. Genau, musst mir maximal 2 Antworten geben. Fangen wir aber erstmal mit der ersten an. Was ist deine erste Antwort? D. Jensen Button ist nicht richtig. So, es bleiben nur noch Montoya, Raikön oder Alonso. Bin wir gespannt, was dein nächster Tipp ist. Ich sag A. Letzte Entscheidung. Juan Pablo Montoya. Also Maldonado, Williams 2012, der letzte Sieg. 2004 kann es nicht Kimi Räikkönen gewesen sein, denn er fuhr, beziehungsweise er ist ja ein sauber Mensch, ne? Sauber Mensch, das ist ja eigentlich auch voll lustig. Nee, der hat ja damals bei sauber angefangen. Ja, das, deswegen genau. Habe ich auch tatsächlich nicht Räikkönen genommen, weil ich das noch wusste. So. Also Jensen Button war falsch, also entweder haben wir Montoya oder Alonso und ich mach's kurz und schmerzlos, es ist A. Montoya, ey! 8.000 Euro, kein Joker mehr. So, ja, bin ich mal gespannt. Musst du 32 erreichen, dann sage ich Stopp. Gut, dann hoffe ich, dass das dir noch gelingt. Dann musst du nur noch 2 Fragen beantworten. Mit 16.000 bist du safe. Danach heißt es nur noch, scheißegal, Hauptsache antworten. Ich bin gespannt. Wir gehen in die 10. Frage. Mit welchem Team begann die Formel-1-Karriere von Fernando Alonso 2001, bevor er zu Renault wechselte? Alter. Benetton, Williams, Jaguar oder Minardi? Also, die Fragen sind ziemlich schwer. Echt? Ja. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ja, muss ich blind drauf losraten. So, ohne Joker wird das nicht viel. 25%ige Chance auf Erfolg hast du. Ja, könnt ihr auch einen 4-seitigen Würfel würfeln. Ja, könntest du. Hast du einen Würfel bei dir? Nein. Schade. Irgendwie zieht es mich gerade zu Minardi, aber irgendwie auch nicht. Eigentlich will ich dabei bleiben, dass C eigentlich immer richtig war. Zumindest in der Generalprobe gestern. Aber das ist ja heute auch nicht der Fall gewesen. Ich sag D. D, Minardi? Ja. Fernando Alonso. Der Mann, der, wie ich hörte, wieder zurück zu Renault kommt. Mhm. Bin ich mal sehr gespannt auf seine Leistung. Wenn wir aber jetzt 19 Jahre zurückgehen, da war ich traumhafte 5 Jahre alt. Ich 3. Sehr gut. Da war Formel 1 noch für mich schalten wir weg. War nicht so der riesengroße Fan. Aber Fernando Alonso, bevor er zu Renault wechselte, war bei Minardi. Oh Gott sei Dank. Du hast sie genutzt. 16.000 sind sicher. Ja, also mit 16.000, was kann man sich dabei eigentlich bei der Formel 1 leisten? Weiß nicht, nix. Nix. Gut. Doch, vielleicht ein
Platz auf der Tribüne. Platz auf der Tribüne, ja, das könnte also sein. Das wird schon schwierig mit 16.000. Weiß ich, vielleicht schaffst du ja mit 16.000 irgendwie, wie viel, ohne Witz, ich frage mich, wie viel ein Lenkrad eigentlich kostet bei der Formel 1. So, das wäre halt so. Also meins hat 230 gekostet. Wir schicken denen einfach ein Logitech-Lenkrad, vielleicht funktioniert das genau. Ja. Hier, Vettel, ich weiß, deine Elektronik ist ja ausgefallen, hier hast du einfach mal ein Lenkrad. Ja, gut, könnte man machen, ne? Ich weiß nicht, was man noch so für 16.000 Euro machen kann, aber für 32.000 kann man vielleicht etwas mehr machen. Beispielsweise ein Foto auf dem Frontflügel klatschen von sich selber für einen einzigen Frontflügel. Wäre lustig. Naja, gut, schauen wir mal. Also, Frage Nummer 11 und dann wolltest du aufhören. Ich bin mal gespannt. So, los geht's. Welcher Fahrer hat in seiner Karriere keinen Sieg eingefahren? Olivier Panis, Robert Kubica, Johnny Herbert, Jos Verstappen. Irgendwie habe ich im Kopf, dass es Kubica war. Deswegen, ich sage einfach Kubica. Was kann passieren? Ich falle eh auf 16 zurück. Hm. Willst du nicht nochmal kurz nachdenken, was eventuell in den letzten Formel 1 Historien so passiert ist? Ist das ein Wink mit dem Zaunfall von dir? Nö, ich frag dich einfach nur. Nein. Bei 32.000 muss man hin und wieder mal eine kleine Pause machen, ein bisschen inne gehen oder in sich gehen und mir überlegen, ist das eventuell. Ja, ich verstehe deinen Wink mit dem Zaunfall, Tobi, danke. Ich habe trotzdem irgendwie Kubica im Kopf, aber egal. Also, ich will jetzt nicht damit sagen, dass eventuell Kubica falsch wäre. Ne? Also, ich will nur einfach nur sagen, wir, also ich und die liebevolle Regie, wir loggen jetzt nicht direkt ein bei 32.000. Also, hier sollten wir nicht mehr die Zeit nehmen. Gründen. Aus Platzgründen, genau. Aus Platzgründen. Ja, wir müssen noch ein bisschen die Zeit füllen. An dieser Stelle schöne Grüße an Allah. Wollt ihr nicht um 22 Uhr schon wieder fertig sein? Nee. Wir haben noch Zeit, ne? Also, kann heute noch bis 12 stehen. Dann können wir auch noch ein bisschen Smalltalk machen. Ja. Wie war dein Wochenende? Ach ja, war eigentlich ganz in Ordnung, ne? Ich habe mit Milo und mit dem Rico habe ich da bin ich die Fragen durchgegangen und ich bin jetzt gerade bei einer Frage, bei der ein Formel-1-Fahrer keinen einzigen Sieg eingefahren ist. Weiß nicht, ob du mir da vielleicht helfen kannst. So, wo habt ihr den Hintergrund her? Reborn Kenji 07. Wunderschönen guten Tag. Den haben wir selbst gemacht. Hat Rico selbst auf dem Blatt Papier gezeichnet. Richtig. Richtig. Hat er einfach freihand gemacht. Ja. Alles mit links. Richtig. Mit rechts zeichnen ist ja langweilig. So. Aber kommen wir jetzt wieder mal zur Formel-1-Frage. Wer hat keinen Sieg eingefahren? Wer von diesen vier Personen? Ich bleib bei B. Ist mir egal, was du sagst. Gut. Dann kann ich nichts machen, außer B einloggen. So. Zu Olivier Panis und Johnny Herbert kann ich quasi nicht so viel sagen, außer dass sie schon mal gewonnen haben. Jetzt haben wir nur noch Robert Kubica und Jos Verstappen. So, es gab mal damals einen Unfall mit Robert Kubica in Kanada, falls du dich noch daran erinnern kannst. World of Champions? Ja. Nein? Gut, alles klar. Er kam dann später wieder nach diesem großen Crash und hat dann beim großen Preis von Kanada hat er seinen Sieg eingefahren. Es wäre Antwort D gewesen, Jos Verstappen. Jos Verstappen, der Vater von Max Verstappen, bekannt dafür, dass er in die Box gefahren ist und richtig on fire war. Hat noch keinen einzigen Sieg eingefahren. Dafür hat der Max das alles geregelt. Ja. Also.
Christoph, vielen Dank fürs Mitmachen. 16.000 auf dir. Ja, das bleibt durchgeraten. Ah, da haben wir es sogar. Antwortmöglichkeiten, ja. Also, wir haben, Jos Verstappen hat keinen Sieg gemacht, Johnny Herbert hat 3 Siege, 1995 in England und Italien, in Benetton und 1999 im Europa Grand Prix. So, Kubica 2008 in Kanada mit dem BMW und Giano Trulli, den haben wir, glaube ich, nicht drin. Das ist lustig. Ja, der war in Monaco im Renault. Also, Ilu, da war wohl was falsch. Ist eher aber egal. Richtige Antwort wäre D gewesen. Ja, Christoph, schade, dass es nicht auf die 32.000 geschafft oder dass du die 32.000 nicht erreicht hast. War trotzdem ein sehr gutes Play von dir und ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Jo. So, was macht ihr, wenn alle auf 16.000 Euro stehen? Ja, das werden wir gleich nach dem dritten Kandidaten beantworten, denn jetzt ist Andi dran, ist der einzige noch. Da bin ich mal gespannt, ob er besser ist als Merlin und Christoph. Und wir haben noch sehr, sehr viele Fragen von Ilu noch drauf. Bin mal gespannt, welche Fragen da auf den Andi zukommen. Andi, können wir keine Auswahlfrage machen? Du bist direkt mit dabei, habe ich gehört. Ja, außer es meldet sich noch jemand von den Zuschauern. Genau. So. Also, Andi, Münster momentan wohnend und du hast eine Ferrari-Flagge da auf der rechten Seite gehabt. Sieht man jetzt momentan nicht. Ja. Jetzt sieht man sie. Also, seit wann Ferrari-Fan? Ich kann das jetzt nicht mehr exakt so an einem Jahr festmachen. Also halt seit meiner Kindheit so, keine Ahnung, mit 5 oder so. Ja, irgendwie so in dem Rahmen halt in der Ära Schumacher. Da war das halt in Deutschland so. Da ging halt Schumacher, die roten Autos. Das hat man halt als Kind im Fernsehen Formel 1 so mitbekommen. Aber ich hatte da schon immer eher die Faszination für die roten Autos und bin dann auch bei den roten Autos geblieben. Gut, also da haben wir schon mal eine kleine Leidenschaft entdecken können. Jetzt wollte ich noch irgendwas fragen, aber ich habe es leider Gottes vergessen. Mensch, ich bin so tollpatschig. Naja, gut, schauen wir mal. Was ich aber weiß, sind die Regeln von Wer wird Millionär. Auch die werde ich dir erklären. Und zwar hast du einmal einen Fragebaum von 1 bis 15, von leicht bis schwer. Und zusätzlich 3 Joker, einmal den 50-50-Joker, einmal den Second-Chance-Joker und einmal den Publikums-Joker. Und ja, eigentlich im Großen und Ganzen war es das schon. Ne? Also so viele Sachen gibt es nicht zu erklären. Ja, Andi. Ja. Bin mal gespannt, ob du es schaffst, die 32.000 Euro zu erreichen. Bist du bereit? Ja, soweit ja. Dann bin ich mal gespannt. Ich drücke dir die Daumen und wir fangen an in der dritten Runde mit der ersten Frage für dich. Warum heute nur 3 Joker? Aus dem Grund, da wir hatten ja noch neben dem Publikums-Joker noch den Fragesmission-Joker. Und ja, weil wir nicht so viele Fragen haben. Also schon viele, aber nicht für eine Frage da Sachen austauschen können. In vieler Joker, deswegen heute nur 3. Für was steht die Abkürzung VSC, die mit einem gelben Warnsignal angezeigt wird? Ist es Virtual Safety Capsule, Virtual Safety Car, Vehicle Stability Control oder Video Standards Copyright? Ich muss ja sagen, dass ich schon ein bisschen Angst habe. Also jetzt nicht vor dieser Frage hier, aber ich bin schon bei anderen Fragen, bei den anderen beiden ins Taumeln gekommen. Also das ist natürlich B. Gut, also, das Virtual Safety Car ist korrekt, ja. Genau. Die Frage Nummer 2. Wie heißt eine aktuelle F1-Dokumentationsreihe, welche auf Netflix zu sehen ist? So, wir werden nicht von Netflix bezahlt. Drive for Speed, Drive to Finish, Drive to Survive, Drive for Win. Das sollte C sein. Ja, auch diese Frage hast du überlebt. Ja. Frage Nummer 3. Wie viel Zeit haben die Fahrer aktuell in der ersten Session der Qualifikation Q1? 15 Minuten, 18 Minuten,
20 Minuten, 25 Minuten. Sollten 20 sein. Aber jetzt habe ich Angst, ob es nicht doch irgendwie 18 sind. Gott, aber es sollte C sein, ich nehme C. T, 20 Minuten. Meine, so ein Qualifying ist ja in 3 Sessions aufgebaut. Weißt du die Zahlen von Q2 und Q3? Fragezeichen. Ja, stimmt, Moment, das ist ja das... Oh Gott, jetzt bin ich komplett verwirrt. Du hast... So, währenddessen Andi überlegt, für die ganzen Leute, die hier zum ersten Mal zuschauen, ihr habt die Möglichkeit, hier den Twitch-Kanal zu verfolgen und ein Follow mal dazulassen. Seid herzlichst dazu eingeladen, hier ein bisschen am Chat auch da aktiv zu sein, wie beispielsweise Reborn Kenji 07 und ja, Shadow Economy. So, also schön, dass ihr alle dabei seid. Gerne Follow hinterlassen. Seid herzlich dazu eingeladen. Verpasst nicht die Formel 1 Season, die irgendwann in diesem Jahr startet. Formel 1 2020. Wir sind gespannt. Natürlich auch weitere Formate, die sehr interessant sind. Natürlich könnt ihr auch mitmachen bei Wer wird Millionär. Dazu müsst ihr einfach nur eine Cam haben. Und wenn wir viele Zuschauer und Mitmacher haben, dann können wir auch sogar wieder ein Preisgeld machen in Höhe von 20 Euro fürs Spiel der Wahl. Bei der Zeitvariante gibt es dann 40 Euro. Beziehungsweise ein Spiel von bis zu 40 Euro. Wenn ihr das gerne möchtet, einfach nerdlabor.net/wwm und einfach dort sich eintragen. Fertig. So, Andi, du hattest jetzt genügend Zeit. Wie viele Minuten sind das denn jetzt? Ich bin immer noch mir unsicher, aber ich überlege gerade, war es nicht in den vorigen Teilen so, dass wir kaum Zeit hatten, weil es nur 15 Minuten war, weil das von Q1 war? War da nicht irgendwie sowas? Ich bin vollkommen verwirrt. Ich glaube, ich werde eventuell den 50-50 Joker nehmen müssen. Den 50-50 Joker also? Ich überlege noch. Sicher? Also Q3, weißt du, wie viele Minuten du in Q3 machst? Oder hast? Boah, in Q3 fahren die zweimal raus. Das kann nicht so viel sein, aber wie viel ist es denn? Sind das nur 15, 18? Also Q3, weniger Autos, weniger Zeit. Ja, ich weiß, und sie fahren zweimal raus. Ja gut, sie könnten ja auch drei oder viermal rausfahren. Ne? Ja, aber also, sie fahren immer zweimal raus. Ja. Das heißt, 15 Minuten würde da passen. Und bei den vorigen Sessions... Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich muss den 50... Ich sag 50-50. Gut, dann 50-50 Joker. Das ist gerade schon sehr dämlich. 18 Minuten oder 25 Minuten? Das sind doch nicht die 25, oder? Nee, dann sage ich... Oh Gott. Sind das 25? Nee. Ansonsten ist es hier ein sehr kurzes Ende. Aber das sind doch keine 25. Dann sage ich B. Ansonsten bin ich hier jetzt schon weg, aber das ist okay. Bin froh, dass du den Joker genommen hast. Das ist korrekt. Oh Gott, ey. Also Q3, aber was sind denn auch 18 Minuten? Das ist doch keine runde Zahl. Q3 hat 12 Minuten, Q2 hat 15 Minuten und Q1 18 Minuten. Ja, okay. Also immer so in Dreier-Schritten. Frage Nummer 4. Welcher berühmte deutsche Rennfahrer hat sein erstes Rennen 1991 im Team Jordan bestritten? Ralf Becker, Günther Müller, Arnold Hausmann oder Michael Schumacher? Ja, das ist D. Ja, gut, muss man auch nicht so viel sagen. Ja, perfekt. Arnold Hausmann, auch ein richtig guter Racer, habe ich gehört. Und Nummer 5, der Tyrrell P34 aus den Jahren 1976 und 1977 war ein außergewöhnliches und einzigartiges Auto. Warum eigentlich? Hatte 5 Heckflügel, hatte 4 kleine Vorderreifen, hatte eine pinke Lackierung oder es hatte ein Ersatzrad dabei. Das ist B. Aber D wäre auch ganz witzig. Vorderreifen, ja, ein Ersatzrad. Steigt der Fahrer aus, macht irgendwie ein Ersatzrad rein oder ich weiß ja nicht. Ja, B ist korrekt. Ja. Der erste Fragenbaum
ist schon mal beantwortet. Boah, das mit den Minuten ist echt doof. Da guckst du, was ich seit den letzten 10 Jahren jedes Formel-1-Qualifying und du siehst halt immer die Zahl runterlaufen, aber das ändert sich ja auch ab und an mal die Zeit. Ja. Und ich, C, 20 Minuten, 25, ja, das ist... Ich glaube, man hätte vielleicht die Frage so schreiben können, wie ist die aktuelle Qualifikation? Ja, ich wusste ja auch, dass die aktuelle gemeint ist, aber... Ja, kann passieren. Ich meine, wenn man hier bei Wer wird Millionär hockt, dann kann es etwas nervös sein. Da kann man halt so einfach. Aber wie viele Minuten haben wir denn in F1? Da haben wir doch 20, oder? Oder haben wir da 18? 18, okay. Ja. Da haben wir 18 Minuten bei unserem Qualifying. Ja, gehen wir mal in die Frage Nummer 6. Und ich hoffe, die Fragen werden für dich etwas angenehmer. Mit welchem Team begann die Formel-1-Karriere von Kimi Räikkönen 2002, bevor er zu McLaren wechselte? Sauber, Arrows, Benetton oder Honda? Es müsste A sein. Ja, kleine schöne Anekdote. Wir hätten diese Frage auch in den ersten 5 reinbringen können. Natürlich mit Quatschantworten wie beispielsweise sauber, dreckig, rein und so weiter und so fort. Ja, sauber ist korrekt. Ja. Gab's da Honda überhaupt schon? Ich weiß es gerade gar nicht. Nummer 7. Beim großen Preis von Europa 2012 waren Alonso Räikkönen und Michael Schumacher gemeinsam auf dem Podium. Wie viele WM-Titel zählte dieses Podium zusammen? 8, 9, 10, 11. Schumacher 7. Alonso 2. Räikkönen 1, also 10. Aber ich gehe noch mal durch. 7, Schumacher. Alonso, 2005, 2006. Ja, 10. 7, 8, 9, 10, ja. So. 10. Damit hast du eigentlich alles richtig zusammengezählt. Ja, ist korrekt. Wim ist ja überragend wie aus der Serie. Schön. Frage Nummer 8. Was für eine Serie? Na, oh, vielleicht vom Originalen Wer wird Millionär. Da ist der Kollege der Telefonjoker. Deine Stimme ist ja überragend wie aus der Serie. Ja. Frage Nummer 8. Lesen wir einfach weiter. Wer ist der aktuelle Rekordhalter für die meisten F1-Starts? Barrichello? Ist das Alonso? Schumacher? Oder Hamilton? Ich würde sagen Barrichello. Alonso. Boah, die Sache ist, es sind ja mittlerweile, sind ja auch viel mehr Strecken pro Formel 1 WM. Deshalb kann man potenziell auch als neuerer Fahrer viel mehr WM-Starts haben als früher, aber ich sag trotzdem A. Finale Antwort. So, also, Lewis Hamilton hat 250 Starts. Gehen wir weiter zu Michael Schumacher. 307. Und der Mann mit den meisten Starts ist Barrichello. Okay. Mit 323. Fernando Alonso mit 312. Wird sich also im nächsten Jahr, wenn er wieder mitfahren sollte, wird sich das alles ändern? Dann müssen wir auch die Frage ändern. Naja. Frage Nummer 9. In welchem Jahr holte Jenson Button mit Braun GP die Formel 1 Weltmeisterschaft? Ey, so eine Frage hier. Das ist viel einfacher als diese Minutenfrage von der 200-Euro-Dings da, Wumster. Gut, dann höre ich mal auf. 2009. 2009. Ja. Gucken wir mal. Haben wir 2009 dabei? Wollen wir direkt einloggen? Fragezeichen. Oder wollen wir... Echt? Warum jetzt? Sicher?
Jetzt verwirrst du mich, aber es ist doch... Moment, in welchem Jahr holte Jensen Button mit Braun GP die F1-Weltmeisterschaft? 2008 war Hamilton, 2009 Jensen Button und 2010 Vettel, ja, 2009. Warum verwirrst du mich hier, Tobi? Warum willst du mich verunsichern? So viele schöne C. Fragen und es wird einfach nicht gewürdigt. D wie Christoph? Ja gut, ich geb's zu, wir wollten dich vielleicht etwas mal in die Länge ziehen, weil du hast ja die Fragen sehr schnell beantwortet. Aber scheinbar bist du ja ein riesengroßer Braun GP-Experte und weißt, dass sie 2009 gewonnen haben. Und das ist richtig. Ja. So. Im Chat wird nochmal gesagt, hier, warum sind das alles nur Formel 1 Fragen? Ja, es ist ein Formel 1 Special zur Feier von Formel 1 2020, was jetzt diese Woche rauskommt. Ja, könnt gerne mitmachen, denn es gibt natürlich auch eine normale Version von Wer wird Millionär. Könnt ihr gerne machen unter nerdlabor.net/wwm. Da könnt ihr euch anmelden, da gibt es auch ein schönes Preisgeld, beziehungsweise Wahl eures Lieblingsspiels, was ihr gerne gewinnen möchtet. So, Frage Nummer 10 und da bin ich gespannt, wie da die Hürde aussieht. Oh Gott, oh Gott. Ja, du hast noch zwei Joker frei, also eigentlich quasi... Aber ich weiß nicht, ob mir der Publikumsjoker bei diesen Fragen noch hilft, weil die paar Leute, die antworten, sind wahrscheinlich meine Konkurrenz. Und ob die da richtig antworten wird, man weiß es nicht. Ja, also gewinnen tut man heute bei der Formel 1 beim Special nichts, sondern es geht einfach nur hier ein bisschen nur um Spaß. Ist ja eine private Runde. Trotzdem wissen halt die drei Kandidaten nicht die ganzen Fragen. Also, gut, Frage Nummer 10. Robert Kubica, von dem haben wir schon sehr vieles heute gehört, hat 2019 nach sehr langer Zeit ein Comeback hingelegt. Was war davor seine letzte Saison? 2006, 2008, 2010, 2012. Was oder wann war seine letzte Saison bei der Formel 1? Bei Joker noch da. Nimm dir ruhig viel Zeit, wie du möchtest. Alles in Ordnung. Je mehr Zeit vergeht, desto... Also A und B können weg. Sind gerade nur C oder D. Könntest du ja den Second Chance Joker aktivieren, wenn du möchtest. Aber ich will dir jetzt nicht was reinreden. Ich möchte dir keinen Joker schmackhaft machen, das entscheidest du noch alles. Ja. Wie gesagt, lass dir sehr viel Zeit. Ich habe hier eine eindeutige Tendenz, bin aber unsicher. Also Second Chance würde ich hierfür, glaube ich, nicht benutzen. Würde ich den Publikumsjoker nehmen. Aber es ist halt die Frage, wie hilfreich der ist, wenn nur zwei Personen antworten und davon einer Konkurrenz ist. Also momentan haben wir 9 Zuschauer. Gerade eben habe ich was von 13, 14 gelesen. Also der Chat kann bei Publikumsjoker abstimmen. Ja, ich nehme den Publikumsjoker. Bin da zu unsicher. Gut. Dann aktivieren wir den Publikumsjoker. Da wird noch sofort die Wortmusik abgespielt. Ja, ihr habt die Chance. Das ist ein kleiner Bug. Schön. Es gibt viele Bugs oder schöne Features. Ihr habt die Möglichkeit, hier abzustimmen. Und zwar habt ihr die Chance A, B, C oder D in den Chat einzutragen. Robert Kubica hat 2019 nach sehr langer Zeit ein Comeback hingelegt. Warum sage ich hinterlegt? Verstehe ich nicht. Was war davor seine letzte Season oder Saison? 2006, 2008, 2010 oder 2012? Ihr habt jetzt die Chance zu voten im Twitch-Chat. Los geht's. Also A und B habe ich ja, wie gesagt, eindeutig ausgeschlossen. Und D, 2012, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht schon zu spät war, ob er dann, glaube ich, schon nicht mehr... Also mein Gefühl geht zu C, aber
So, ich lese mal vor. Ja. 4 Votes von 12. Also die Anteilnahme hat sich jetzt verdoppelt. Ich werde verrückt. Das ist eine Steigerung um 100%, das ist genau. Schon krass. Ja, sie haben sich auf C geeinigt. Ja, also das, was ich auch vermutet hatte. Aber ich mir dann doch zu unsicher war. Deshalb ja, ich logge C ein. Wir loggen C ein. Die letzte Saison von Robert Kubica, nachdem oder bevor er seinen Crash im Rallye-Sport erleiden musste, war 2010. Nee, ist richtig. Ja! Also einmal. 2012 war auch echt eine sehr coole Season. Also die kann man sich immer noch mal angucken, gerade die erste Hälfte. Da ist eine Menge unterschiedliche Sieger gab es da. 2012 ist immer eine gute Sache. Kann man sich auf F1TV anschauen. Ja, also ich meine, ich bin ja erst mit 2017 eingestiegen, aus dem Grund, weil ich einfach Lust hatte auf ein Formel 1 Spiel und da bin ich aus Versehen in die Nerdlabor Online Season reingegangen. Danke dafür für deine verdammten YouTube-Videos. youtube.com/nerdlabor, so heißt der aktuelle Kanal, wo wir auch zu finden sind. Da findet ihr die komplette Season 2019, 18, 17 in zweifache Ausführung, 16, 15 und 14. Sehr viele Leute sind da mitgefahren. Und dieses Jahr wird es natürlich auch eine Online-Season im Jahre 2020 geben mit dem aktuellen Spiel. Release, noch unbekannt, wann es losgeht. So. Frage Nummer 11. Du musst diese Frage noch richtig beantworten. Du hast einen Joker noch zur Verfügung. Und dann hast du quasi Merlin und Christoph überholt. Wenn ich das jetzt schaffe, wird das gefühlt ein bisschen unverdient. Ich weiß nicht warum, aber es fühlt sich irgendwie dann unverdient an. Aber ja. Du kannst ja gerne zocken bis zur Million. Und wenn du dann irgendwie die Sache abstürzt, ist, dann bist du auch bei 16.000. Wenn Merlin bei 64 stehen geblieben wäre, dann hätte ich bei dieser Frage hier, glaube ich, gezockt und C genommen. Dadurch aber, dass ich wusste, dass ich diese Frage beantworten muss und dann nur noch die nächste, denke ich mal, dass vielleicht mir der Second Chance Joker reicht, um die hier jetzt zu schaffen. Und dann, ja. So, dann hoffen wir mal, dass wir eine ziemlich schwierige Frage bei der Nummer 11 haben. Außer es reicht nicht. Also, Andi, hier kommt wahrscheinlich deine letzte Frage. Ich bin gespannt. Welcher Fahrer konnte die Weltmeisterschaft 1998 und 1999 sich entscheiden? Ist das jetzt eine ernsthafte Frage? Ja, das für ist 16.000? Damon okay, Hill. Okay, das müsste Mika Häkkinen sein. Mika ja. Häkkinen, Trulli oder Michael Schumacher. B. Im McLaren. Es gibt natürlich viele Leute, die einen unterschiedlichen Wissensstand haben. Ne? Das stimmt. Und gerade bei Formel 1 ist es auch so, dass je nachdem, in welcher Zeit man geboren ist, was man geguckt hat, dass da das natürlich sehr krass auseinanderklafft. Ja, da hast du recht. Also, für dich. Und davor, Damon Hill müsste, glaube ich, 2 Jahre davor gewesen sein. Davor war Villeneuve und dann Hill. Und danach Schumacher, Trulli, ja. Aber B. Gut, dann machen wir B. Du bist zu 100% sicher. Wenn du schon die Frage hinterfragst, warum sie so einfach ist, dann hast du schon quasi deine Antwort gegeben mit B. Wir loggen B ein. Also Andi, du hast Christoph und Merlin überholt. Herzlichen Glückwunsch. Ja? Okay. Aber es fühlt sich ein bisschen komischer, muss ich sagen. Ja, deswegen. Also wir haben sehr viele Fragen. 12, 13, 14, 15, die wurden ja, also beziehungsweise 13, 14, 15 wurde ja noch nicht berührt. Wir können ja gerne mal zocken, wenn du willst. Ja. Also die Frage anschauen tue ich mir auf jeden Fall. Frage Nummer 12. Und ich habe jetzt auch noch den Last Chance Joker. Genau. Habe ich ja jetzt auch noch. In welchem Land wurde noch nie ein Formel 1 Rennen ausgetragen? Oha. Südafrika? Gab's schon. Schweden? Türkei? Türkei gab's schon. Panama? Gab's den großen Preis von Panama? Also Südafrika, Türkei gab es. Ich tendiere zu Schweden. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber da ich den Last Chance Joker habe und der da ja quasi ein geschummelter 50-50 Joker ist, kann ich den hier ja nutzen, oder? Wenn du magst, wenn du jetzt aber beides mal falsch liegst, ne, dann stößt. Ja, Südafrika und Türkei ist halt auf jeden Fall richtig. Ja. Und deshalb weiß ich, eins Schweden oder Panama ist. Gut. Wurde schon mal ein F1 vom Eisern in Schweden gefahren? Schweden? Es ist dann halt schon einige Jahre her. Großer Preis von Panama. Ich glaube. Also ich nehme den Last Chance Joker. Gut, Second Chance, auf geht's. Dann deine Antworten. Ich Nummer 1. Schweden. So, Schweden ist selbstverständlich falsch. Okay, also gab es doch kein Rennen in Panama. Ja, dann Panama. Loggen Panama ein. Wann war denn das Formel-1-Rennen in Schweden? Da habe ich eine sehr schöne Information aus unserer Datenbank. Okay. /ILO. Also, erstmal sagen wir mal, Panama ist richtig. Das ist korrekt. Ja. So. Also, in Südafrika wurde die Formel 1 23 Mal ausgetragen. Von 1962 bis 1965 auf dem Prince George Circuit und von 67 bis 93 in Kilami. Die Türkei wurde 7-mal ausgetragen, von 2005 bis 2011 in Istanbul und Schweden im Jahre oder zwischen den Jahren 1973 und 78 in Anderstorp. Der große Preis von Schweden. Und Panama noch nie. Vielleicht irgendwann in der Zukunft. Man weiß es nicht. 64.000 Euro. Mal schauen, ob wir auf die 13 hochkommen. Los geht's. Oh Gott, jetzt muss ich schon wieder irgendwelche Namen vorlesen, die ich von der Aussprache wieder vergessen habe. Schön. Ich habe keine Ahnung. Also, ich tue jetzt auch mal raten, wie der Typ nochmal heißt. Al Pease wurde beim Großen Preis von Kanada 1969 disqualifiziert, weil er gegen die Fahrtrichtung fuhr, zu langsam fuhr, keine Boxencrew hatte oder das Safety Car rammte. Ich weiß gar nicht, ob es damals schon Safety Car gab. Wahrscheinlich nicht. Deshalb würde ich D ausschließen. Du langsam fuhr, keine Boxencrew hatte. Muss man, gibt es damals, 1969, musste man, also keine Boxencrew. Also ich höre hier auf. Ich weiß es nicht. Könnte mir vielleicht A vorstellen. Vielleicht aber auch B, ich weiß es nicht. Aber ich höre auf. Möchte es aufhören. 64.000 Euro, beziehungsweise die 12. Frage ist dir sicher, Marker wurde gesetzt. Du hast Wer wird Millionär gewonnen? Herzlichen Glückwunsch erstmal an dieser Stelle. Dankeschön. Und wir sind gespannt auf deine Antwort. Gegen die Fahrtrichtung, zu langsam, keine Bock. Ich sag A. Ah. So, weil er gegen die Fahrt. Weil das uns in F1 ab und an auch schon mal passiert ist. So. Es ist Antwort B gewesen. Er war okay. Viel zu langsam. So. Er wurde disqualifiziert, weil er zu langsam war. Als er 22 Runden zurückgelegt hatte, befand sich der führende Fahrer bereits in seiner 45. Runde. Ungeachtet seines Rückstands widersetzte sich der Fahrer, also der Pease, Überholungen und Überrundungen. Und als er schließlich dann Jackie Stewart bei einem Versuch einer weiteren Überrundung abwehrte, beziehungsweise dies nicht genehmigte, wurde er disqualifiziert. So, scheinbar war er so pisst in Runde 22, dass dann Schluss für ihn gewesen ist. Ja, Andi, vielen Dank, herzlichen Glückwunsch, 64.000. Und ja, jetzt kommen wir zu unserem Mini-Special, denn wir holen jetzt mal die anderen zwei Kandidaten rein. Denn, ich meine, wir haben ja quasi. Hallo. Haben wir noch weitere Fragen, die GZ wir stellen Andi. Können? Danke. Die Frage ist: Habt ihr Lust, zu dritt gemeinsam euch abzusprechen für die nächsten 15 Fragen von Wer wird Millionär? Denn Elo hat sich wirklich Mühe gemacht, für jede Person 15 Fragen zu schreiben. Also, noch einen Durchlauf können wir machen. Wie sieht's da aus? Ja, sicher. Ja. Gut.
Dann würde ich mal sagen, ja, leiten wir das alles mal ein, dass ihr wieder mitmacht. Ihr könnt euch natürlich absprechen. Ne? Das ist jetzt einfach mal just for fun. An der Stelle nochmal dickes Dankeschön an dich. Dankeschön. Kann ich nochmal kurz... Ich möchte noch mal kurz was erwähnen. Ja. Und zwar, dass meine Antwort richtig war. Deine Antwort war richtig. Aber ja, das ist halt einfach blöd gelaufen, weil die Platz der Frage nicht groß genug war, um die richtig zu spezifizieren. Ja, gut. Aber rein theoretisch sind nur 7 Leute ausgeschieden. Aber ist halt so, ist halt Pech. Und ich glaube, Andi hat mich trotzdem überholt. Tut uns leid, dass die Frage... Ich würde gerne mal meinen Publikumsjoker ausprobieren. Ja, also ihr könnt natürlich den Publikumsjoker gleich probieren, wenn ihr zu dritt einfach keine Ahnung habt von der kompletten Geschichte, die euch bevorsteht. Also, wir machen eine Zugabe. Danke, Edo, für die ganzen Fragen. Sehr schön, dass du dich da hingesetzt hast. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal stumpf an mit der Frage Nummer 1. Und weiteren peinlichen Versprechern von mir. Ich bin gespannt, was da noch so heute kommt. So. Also, der Gewinner steht fest, aber trotzdem haben wir noch einige Fragen und das ist die erste. Mit welchem berühmten Ausdruck fuhr Kimi Räikkönen zu seinem Sieg in Abu Dhabi 2012? Yeah. Leave me alone. I know what I'm doing. I know where the gas pedal is. I don't care. Oder I need a drink. Ein Drink hat er später auch mal gebraucht, aber... Ja, aber das war in Ungarn, oder? Ja, noch nicht so ganz so lange her. Ja. Wer antwortet denn jetzt von uns? Ich glaube, aber alle, oder? Jetzt mal out of irgendwas. Wenn man jetzt nicht so krass im Formel-1-Kosmos drin ist, dann finde ich diese Frage hier schwieriger, als dass Mika Häkkinen 1998, 99 Formel-1-Weltmeister wurde. Du willst mir also sagen, dass ein kompletter Neuling der Formel 1 nee, aber Mika Häkkinens Weltmeisterschaft weiß. Das war doch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt die Antwort auf diese Frage nicht, aber ich ja, wusste, dass Mika Häkkinen weil wenn 1999 die Dings gewonnen hat. Formel 1 drin ist, ob man dann dieses in Anführungszeichen Meme oder halt diesen Running Gag so krass kennt und wer so allgemein F1-Weltmeister ist, das könnte man ja fast eher wissen, aber ist egal, es ist A. Leave me alone, I know what I'm doing. Ja, gut, leave me alone, ist richtig. I know what I'm doing. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr schwierig ist, das wirklich dann einzustufen, gerade mit Hinblick darauf, wer die Kandidaten sind und so, die Fragen, glaube ich, schon auch schwierig. Also habt ihr eigentlich gut gemacht. Ja, auf jeden Fall. Also auch die Einordnung war eigentlich ja, war die größtenteils echt, echt gut. Da waren halt so ein, zwei Ausreißer dabei. Aber... Ja, wie gesagt, bei Toto wollte ich mich erst aufregen. Warum Toto Wolf bei 2000 ist. Bei 2000 Euro, aber dann kam Toto Wolf oder Toto Wolf. Können wir vorher schätzen, wie weit wir kommen? Weil ich habe echt viel Glauben in uns. Ja, aber was schätzt ihr denn? Schafft ihr die Millionen? Dadurch, dass wir uns ja ergänzen, sollten wir ja mehr schaffen. Ich glaube schon, dass wir die Millionen schaffen. Aber die Frage, hätte einer von euch die 125, also hätte es einer von euch gebusst? Nee. Mit diesem Alpais? Nee. Sodass aber ich glaube, das hätte man dann wieder, ich glaube, aber dafür hätten wir den Second Chance Joker gar nicht gebraucht, weil ich wusste die Frage davor safe. Okay. Und mit Second Chance hätten wir es vielleicht... Ja, aber Second Chance... Also meine beiden waren ja wirklich Fahrtrichtung oder zu langsam gefahren. Deshalb ja, hätte man schon. Ja, davon wäre richtig gewesen. Ja. So, dann kommen wir jetzt zur zweiten Frage. Valtteri Bottas fuhr in seiner bisherigen F1-Karriere in lediglich 2 Teams, Mercedes und Force India, Ferrari, Red Bull, Williams. Das ist Dora. Das weiß ich auch. Dora. Hey, die ist richtig. Schön. Der Valtteri. Da muss ich nicht raten. Valtteri ist James. Wie heißt die letzte Kurvenkombination vor Startziel in Spa? Ist es die Bus-Stop-Chicane, die Subway-Station, Taxi-Corner oder Ship-Turn? Das ist A. Ja. Gut, das ist die Bus-Stop-Chicane. Das ist richtig, ja. Nummer 4. Wer wurde Formel 1 Weltmeister im Jahre 2016? Hey. Erwähnt er ja fast nie. Hamilton, Vettel, Rosberg oder Alonso? Der Rosberg. Die C. Oder das C. Ja, es ist Mucki gewesen. Richtig. Ja, C. We did it, Mucki. Yeah. Ich weiß nicht, wie er seine Freunde genannt hat. Babsi oder? Keine Ahnung. Babsi. Babsi, wir haben es geschafft. Frage nochmal. Der war noch mit Barbara Schöneberger zusammen.
Das war nur die Zeit. 2016. Ja, meine Haare waren länger und nicht so dünn wie heute. Nummer 5. Und zwar, die Rennstrecke in Monster war bis 1961 eine Strecke mit besonderem Layout. Warum? Sie enthielt eine Sprungschanze, das wäre auch Steilkurven, ja, einen unterirdischen Teil oder nur unbefestigte Straßen. Wir hatten ordentlich Banking. Ja, B. Aber soll nicht. Die stehen da immer noch, ne? Die, ja, die stehen da immer noch. Also gut, ja. Also wurden nicht abgerissen. Soll nicht hier Zandvoort, die neue Strecke, hatte nicht auch so eine Schräge? Ja, die letzte Kurve hat, glaube ich, einen Winkel von 38 Grad oder so. Wird immer mehr zu Nesca hier. Nee. Ja, es sind die Steilkurven gewesen. Ich kann jetzt mal wieder den Chat aufmachen. Hören wir das? Oder, ach, okay. Stimmt, darf ich ja gar nicht. Direkt sieht wieder. Hast du in den Chat geguckt? Ich habe gerade gefragt, ob ich den Chat wieder aufmache. Ich fand es übrigens voll frech, dass du meintest, dass die Konkurrenten vielleicht nicht ernsthaft antworten. Ja, weiß ich nicht. Du hast doch gehört, wie ich bei Christoph sogar richtig geantwortet habe. Ja, bei der 500-Euro-Frage oder was das war. Also der Elo schreibt, Bär hieß die Freundin von Mucki. Ja, genau. Basierend nach einer wahren Geschichte. Babsi. So, Frage Nummer 6. Welcher deutsche Fahrer hält den Rekord für die meisten Podestplätze ohne einen Sieg? Der Arme. Pur geil. Heinz Harald Frenzen, Nico Hülkenberg, Nick Heidfeld, Pascal Wehrlein. Bei Nick Heidfeld würden wir sofort alle wieder einschlafen. Ja, leider wird er ist er nicht mehr in der Formel 1 B. B ist falsch. Die meisten Podestplätze ohne einen Sieg, nicht andersrum. Oh! Heidfeld dürfte, glaube ich, sogar richtig sein, oder nicht? Heidfeld den Rekord. Harald Frenzen hat doch locker mal gewonnen, der ist doch fast World Champ geworden. Oh Gott, du hast komplett recht. Also C. Siehst dann du, da ist gut, dass wir zusammen arbeiten. Aber Heidfeld dürfte richtig sein. Man liest halt so, Berlein hatte ohne Sieg und Berg hatte auch nie. Ja, du hast vollkommen recht. Ja. Also. Er hält den Rekord für die meisten Podestplätze ohne einen Sieg. Heidfeld hat doch locker mal gewonnen, der ist so um die WM mitgekommen. Ja, deshalb C, ja. Wird C eingeloggt und die Schlaftablette war richtig. Ja, es hat so etwas verwirrend. Ich habe die Frage gar nicht wirklich gelesen. Ich dachte sofort, es ist die Frage von Nico Hülkenberg. Der arme Kerl. Der arme Mensch. Mal gucken, vielleicht schafft er es doch noch irgendwie. Nummer 7. Er war immer auf Pole. In Imola verstarb am Renntag Ayrton Senna durch einen Unfall in Runde 6. Wie hieß der Fahrer, der am Vortag im Qualifying tödlich verunglückte? Damon Hill, Mika Häkkinen, Roland Ratzenberger oder Karl Wendlinger? Der Ratzenberger. Zwei Leute sind sich einig. Was sagt der Dritte? Der Dritte googelt noch. Der Dritte guckt am Handy. Nein, ich muss dir gerade was beantworten. Willst du mich verarschen? Sorry, im Moment ist es wichtig. War es nicht sogar so, dass, also nicht auf dem, aber im freien Training, ich weiß nicht, ob es genau auch an dem Wochenende oder in der Woche davor war oder in zwei Wochen davor war, wo Barrichello sich auch so mega übel überschlagen hatte und fast auch ordentlich verletzt hatte? Um mal ein bisschen halbes Trivia zu droppen mit so halbes... Jedenfalls Barrichello, irgendwo nehmen wir auch was passiert. Gibt es diese Geschichte auch? Gibt es davon im Archiv von F1 TV, gibt es das eventuell? Das wäre mal interessant zu wissen. Was ist das Simula-Rennen? Ja. Ich weiß es gar nicht. Aber die Crashes kannst du auch auf YouTube nachgucken. Vor allen Dingen von Ratzenberger, wie er da sich nochmal... Man dachte ja kurz, er lebt noch, weil sein Kopf nochmal so, aber wegen dem, wie nennt man das, Physik, nochmal nach links gerutscht ist. Dieses Physik, dieses Magie durch Wollen. Aber den kann man auf jeden Fall sich angucken. Da muss man keine Feinste vorführen. D. Roland Ratzenberger. Ja, D ist richtig. Ich bekomme jetzt auf dem Handy die Meldung, dass übrigens Nerdlabor streamt. Das, was streamen wir? Irgendwas mit Just Chatting. Gleiches genau weiß man das nicht. Am Freitag im Training war Barrichello-Unfall. Ja, guck mal, hab ich richtig im Kopf gehabt. So. Frage Nummer 8. Ich schwitze langsam, die Lampe knallt wirklich auf meinen Körper, das ist unglaublich. Aber das ist nicht mal braun. Ja. Vielleicht soll ich eine Bräunungslampe drauf mal installieren oder so. Der große Preis von Amerika 2005 ging als Reifenkrimi in die Geschichte ein. Die Reifen welches Herstellers fuhren die 6 Rennteilnehmer?
Habt ihr da eine Ahnung? War das Bridgestone, die Rallye? Sind nicht die Bridgestone-Reifen gefahren? Bridgestone, ja, so. Firestone, Continental. Ich glaube, Pirelli war die. Wird auch. Ja. Pirelli waren die, die verkackt haben, und Bridgestone ist, meine ich, gefahren. Auch B sagen. Also C und D sind, gab's da ja gar nicht. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass die Bridgestone-Reifen gefahren sind. Aber du musst doch Ferrari ist ja gefahren. Du bist doch großer Ferrari-Fan. Ich hatte nicht damals für Reifen. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Bridgestone. Ich glaube, sie hatten Bridgestone. Ja, ziemlich sicher, dass B ist. Wenn ihr nicht sicher seid, ihr habt noch drei Joker. Auch. Das ist Bridgestone. Pirelli war die, die verkackt haben. Gut, dann jetzt endgültige Antwort. Es ist. Bridgestone sind doch die blauen Bs bei Wikipedia, oder? Ja, B. Gut. Guckst du gerade auf Wikipedia, oder? Nein! Man hat das ja halt so vom Kopf, so von den Wikipedia-Pages. Ja, sag mal, B. Wir nehmen B. Hältst du dein Handy so? Achso? Ja, ich hab das scheiß Handy mit. Ich meine, es geht ja wirklich um nichts. Wir haben ja schon zwei die Siege gemacht, aber ja, komm, alles was. Hab's weggelasht. Bridgestone. Also, die Michelin-Reifen, Michelin, die anderen Fahrer, haben es nicht geschafft, die Steilkurven in Indianapolis auf Dauer zu überleben. Deswegen hat man sich dann für Bridgestone entschieden. Ja, hier ist richtig. Aber mir war übrigens eine Sache vorhin aufgefallen bei der Frage mit hier dem Champagner. Mhm. Was ist nochmal der aktuelle Champagner? Also das vor dem aktuellen Champagner-Sponsor sie Sekt versprüht haben, weil das kein offizieller Champagnerhersteller war. Natursekt. Weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, was das war. Chandon oder so? Auf jeden Fall war das gut. Nur Sekt und kein Champagner. Die Frage ist, gut, dass ich wusste, dass es um Alkohol geht. Deswegen. Die Frage ist, wie teuer ist so eine Flasche eigentlich, die sie halt versprühen oben? Ist das wirklich so eine 2,50 Euro Aldi-Marke? Ja, 87 Euro. 80 Euro, ja. Ist ja gut bezahlt. So die Pennerbombe. Hast du dich bei Pennymarkt in der Reeperbahn geholt? Ja, so. Alles klar. Frage Nummer 9. Bitte sei Ria-Tänzerin. Das Team Jordan wurde Ende 2005 verkauft und bis 2008 dreimal umbenannt. Wie hieß das Team ab 2008? Hieß es? Ist es Honda? Guteria Torosso. Nee, Red Bull ist doch Force India, war das doch, Force, oder? India. Die ist noch der Spiker. War Force India nicht Spiker? Ja, vor Force India hießen die Spiker. Ach, du meinst ja, stimmt, vor Jordan. Hießen, die hießen noch Arrows, nicht. Oder nicht? Also, die kommen doch von Jordan, hätte ich jetzt gedacht. Und Torosso ist Minardi, Red Bull ist Jaguar. Super Aguri war, glaube ich, nix, deshalb kann es nur Force India sein. Oder? Ich bin da raus. Wie gesagt, ihr habt noch einen Joker, ne? Alle drei, habe ich gehört. Alle drei haben noch drei. Also ich weiß, Four Force India war Spiker. Ja, das weiß ich auch. Und ich. Aber Super Aguri gab es doch 2006 schon, oder nicht? Und Torosso und Red Bull sind falsch. Das kann ich hundertprozentig ausschließen. Deshalb bleibt kurz hier übrig. Und zwar und ist nicht 2000. Red Bull ist Jaguar. Ja, und Torosso ist Minardi. Ja, dann ist es C safe. Deshalb muss es C sein. Ja. Das passt doch mit dreimal umbenannt. Die ist ein Arrow, Spiker und so noch. Ja, das passt. Nach C. Dann machen wir. Und 2008 ist Force India dann halt auch eingestiegen, deshalb passt das ja. Also. Als erstes kam Jordan, dann kam Midland, Biker und zu guter Letzt 2008 wurde das Team umbenannt in Racing Point. Aber Aeros war auch Force India. Ja. Aber Aeros war was ganz anderes, ja. Was war denn, vor Arrows, war das dann, was Honda aufgekauft hat? Was hat denn dann Honda übernommen, als sie eingestiegen sind? War es das dann vielleicht? Oh Gott, Ilo, du bist ja die menschliche Datenbank. Der ist bestimmt noch da. Kann er gleich beantworten. Menschliche Datenbank, wen hat Honda aufgekauft? Richtig. 2000. Aber Honda hatte doch die ganze Zeit BAR. Die sind doch schon eine Zähne durch die Gegend gekust. Ja, aber ich meinte, das Honda-Werksteam. Haben die dann BAR? Haben die nicht einfach BAR übernommen? Ja, kann das sein, dass die BAR übernommen Honda haben. Honda hat BAR übernommen, Schreibt der Edu. Frage Nummer 10. Gespannt, ob ihr euch über selbst überholen könnt. Welcher Fahrer trug die Startnummer 13 in den Jahren 2014 und 2015? Ach, verdammt. Mensch, ich liebe ja eigentlich Startnummer. Jensen Button. Hat Christoph die nicht? Perez. Perez hat 11. Ja, ich glaube, dass er die gewechselt hat. Oder Kevin Magnussen. Ich könnte mir fast vorstellen, dass es Maldonado ist. Ich glaube, es war sogar Maldonado. Ja, ich glaube auch. But I'm not
Kevin Magnus. Ihr wollt ja direkt die Lösung raushauen. Setzt euch mal. Nee, wir überlegen ja noch. Ich sag ja nur, ich schmeiß meinen Guess in die Runde. Also Magnus hat aktuell nicht die 13. Wann haben die denn eingeführt, dass man sich die Fahrernummern aussuchen darf? Ich glaube 2014. Also weil dann könnte es ja auch noch sein, einfach von der Vorjahresplatzierung. Aber ja, wenn 14 eingeführt wurde, dann also ab 16 gab es ja auf jeden Fall. 15 gab es das auch schon, oder? Weiß es nicht. Also 16 gab es das, weil Rosberg ja die 6 hatte. Der war da 16 das letzte Mal dabei. Die hat die Initiative übernommen. Weil er ja 2 Jahre nicht da war, der Rosberg. Alle 4 sind 2014 gefahren. Sind alle 4 auch 2015 gefahren? Ist Maldonado 2015 noch gefahren? Oh, das ist eine gute Frage. Weil 2015, wann ist Renault eingestiegen? Sind die 2015 oder 16 eingestiegen? Wann haben die Lotus übernommen? Ist das, weil da sind doch für Renault dann Magnussen und Palmer gefahren. Also dann wäre Maldonado ja nicht mehr drin gewesen. Da bin ich mir nicht mehr sicher, ob Maldonado 2015 noch gefahren ist. Da sind 14 für Lotus, aber die... Vielleicht ist es Magnussen, weil Magnussen 2015 Renault, 2014 McLaren, könnte sein. Aber der hat doch inzwischen eine andere Nummer, hat er nicht... Ja, kann ja die gewechselt haben. Ja, aber warum sollte er die wechseln? Weiß es nicht. Macht man das überhaupt? Ich weiß es nicht. Meine Damen und Herren, ihr habt noch 3 Joker, das kann ich nicht sagen. Ja, warte mal, wir können das jetzt erstmal noch ausdiskutieren. Jensen Button, 2014 McLaren und 2015... Oh, McLaren. 2015 ist doch... Ich bin mir halt echt nicht mehr unsicher, wann Renault eingestiegen ist. 2015 oder 16? Ich würde aber fast sagen 2000. Ich weiß es nicht. Ich find's schön. 3 Leute zermürben sich die Birnen vor 16.000 Euro. Also was da geht, ist Maldonado 2015 noch gefahren? Ich habe das Gefühl halt nicht. Ich versuche gerade die Renault-Fahrerpaarung durchzugehen danach. Also Palmer, Magnussen. Da kam ja Hülkenberg an. Ne, kam dann schon Hülkenberg? Kam da ja später, oder? Palmer, Magnussen. Palmer wurde ja direkt danach gekickt. Aber wann ist denn Haas eingestiegen? Haas war 2016. 2016. Mit Gutierrez und Grosjean. Und Haas ist. Dann. Oh, oder ja, sind die 2000. Ich glaube, Haas ist 2016 mit Gutierrez und Grosjean eingestiegen. Ja, muss 2016 gewesen sein, die hatten jetzt, oder? So. Wie viel Geld sind wir? Wir könnten auch 50-50 nehmen. Aber hilft uns ein 50-50? Ich bin mir halt auch nicht sicher, ob Button nicht vielleicht die 13 hatte. Ich habe ja, keinen weiß Plan mehr, was nicht. Buttons selbst falls es überhaupt schon die selbst gewählten Nummern sind. Weil wenn es ja die selbst gewählten Nummern sind, würde ich Perez und Magnussen ausschließen, weil die immer noch dabei sind und andere Nummern haben. Weiß ja nicht, ob er die 50-50-Joker nehmen. Man hat, glaube ich, 21 und Perez hat Safety 11. Also, und Maldonado habe ich das Gefühl, dass er 2015 nicht mehr gefahren ist. Wir können auch einfach A nehmen. Nee. Hatte Jensen Button nicht die 21? Also, aber die 21 hatte ich schon. Ich brauche jetzt langsam eine Entscheidung, ob Joker oder Antwort. Also entweder wir nehmen A dann Merlin oder 50-50. Ja, würde ich lieber 50-50 nehmen, weil bei Button habe ich kein gutes Gefühl, dass er die 13 hatte. Ich glaube nicht, dass er die... Hat er da... Ach, keine Ahnung. Hat er nicht dann auch die 22 oder so behalten, weil er doch mit der Weltmeister... Der ist mit der 21 Weltmeister geworden. Also dann lass den 50-50 nehmen. Ja. Gut. 2 von 3 Leute sagen 50-50 Joker. Ja, 3 von 3. 3 von 3 sagen 50-50. Dann kommen wir jetzt zum 50-50. Ich bin gespannt, wer rausfliegt. Vielleicht ist es auch einfach C, aber. Also, Perez hat aktuell die 11. Ich wüsste nicht, warum er die gewechselt haben sollte. Ist Renault vielleicht erst 2016 eingestiegen und 2015 ist noch Lotus gefahren? Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Vor allem, man muss doch mal, wir hatten da auch 2015, 2014 war unsere erste Online-Season, da war Maldonado safe noch dabei. Ja. Der war doch in der zweiten auch noch dabei. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich meine, der wäre 2015 noch dabei gewesen. 2016 wäre Renault dann eingestiegen. Mit Magnussen und Palmer.
Also wenn du sagst, Paris ist es nicht, dann bleibt ja nur C. Dann muss ja mal. Ja, Paris hat aktuell die 11. So viel kann ich zu 100% sagen. Ich weiß halt nicht, wann das mit den personalisierten Nummern eingeführt wurde. Ich weiß nur, dass die 62 schon da gewesen sein muss, weil Rosberg halt die 6 hatte. Aber ich glaube, aber ich glaub, 13 ist halt eher Maldonado. Also Maldonado würde die 13 nehmen. Also ich tendiere jetzt zu C. Ich würde auch zu C tendieren. Ich war von Anfang an bei C. Also, letzte Antwort jetzt. C. C? Ja. C. Wahrscheinlich ist er nur 2016 eingestiegen. Maldonado ja. War ja, auch 2015 dabei. Ja, dann war der es. Weil wenn es nach Platzierung gegangen wäre, wäre Perez ja nicht 13. gewesen. Er hat ja Podium geholt. Und die Startnummern konnte man sich ab dem Jahr 2014 selber entscheiden. Renault ist übrigens 2016 eingestiegen. Und ja, die Nummer 13 hat der werte Herr Maldonado gehabt. Ja, sehr ist richtig. Habe ich von vornherein gesagt. Tja, also ich habe gesagt, nimm's. Ich weiß es. Aber komm, 50-50, weil der richtige Traum ist okay. Oh, jetzt wird's wieder schwierig. Ich bin gespannt. Ich hoffe oder ich wünsche mir so sehr, dass wir mal auf die 1-Million-Euro-Frage kommen, beziehungsweise mal auf die 125.000-Euro-Fragen. Denn das sind wirklich so Fragen, die sind wirklich schön. Aber wir müssen ja erstmal die 11 machen. Frage Nummer 11. Alan Stacey verstarb bei einem Unfall beim Großen Preis von Belgien 1960. Welcher kuriose Umstand löste diesen Unfall aus? Er ist am Steuer eingeschlafen. Ein Vogel durchdrang das Visier. Er erstickte an Erbrochenem. Oder sein Gasfuß ist eingeschlafen. Kein Plan. Auch noch nie. Wenn ich raten müsste, würde ich glaube ich B nehmen. Wäre auch ja, mein Guess gewesen. Weil A, du kannst doch bevor du also Steuer eingeschlafen. Du stehst bei der Formel 1 Rennen nicht ein. Dein Gas und der Gasfuß eingeschläft. Wenn der Fuß einschläft, dann kannst du trotzdem noch bremsen. Und du kannst auch noch Gas geben. Also mit dem eingeschlafenen Fuß, du kannst ihn noch bewegen. Und er stickte an Erbrochenem. Warum sollte er... Also gut, es kann natürlich sein, dass man einen Unfall... Es geht ja darum, was löste den Unfall aus. Und das heißt, der muss brechen, dann erstickt er an Erbrechen und dann löst er einen Unfall aus. Also selbst wenn er bricht... Dann würde er ja bremsen oder irgendwas. Aber dann daran ersticken und. Oder während des Erstickens würde ich dann noch schon abbremsen. Ich würde hier Risk B gehen. Jo. Ich weiß nicht, wie eure Meinung dabei. Da ist. Bin ich dabei. Kein Joker als Obstin. Ja, nein. Sehe ich eigentlich ähnlich. Aber das ist halt so, da denke ich mir, da hätte man auch schon mal von gehört. Ja, du hättest auch von A, C oder D, das wäre schon mal gehört gewesen. Ja, gut, oder das nicht? Stimmt. Das wäre sogar. Weil C, wie sollst du denn Unfall auslösen, indem du an Erbrochenem erstickst? Ja, das C sind ist ja so Quatsch. Viele Phasen da. A wäre schon lange eine Black Story und, gewesen. Genau, und D, dein Gasfuß ist eingeschlafen, da kannst du ja bremsen. Ich sag, also ich würde. B, ich würde das Risiko eingehen. Außer einer von euch sagt, lieber einen Joker nehmen. Hat die hat tatsächlich schon ein Visier. Ja, die hatten schon Helme. Die hatten halt nicht immer diese richtigen Helme. Die hatten ja manchmal diese Piloten-Dinger. Ja, diese offenen, aber hatten die auch so Visiere oder ist der Vogel auf ins Gesicht geklatscht? Nee, die hatten auch die, hatten die nicht auch diese Pilotenbrillen? Nee, das als Visier? Aber das will hatten ja nicht die nicht Visiere vorne, also so eine Art Windschutzscheibe an den Autos? Ja, gab's auch teilweise. Achso, das kann sein. Das waren doch auch Visiere, das waren ja keine Windschutzscheiben an sich. Na gut, ich hätte es mal Visier von Helm ausgegangen, das stimmt schon. Na, ich würde halt auch zu B tendieren. Ich weiß nicht, ob es so risky ist, aber wenn ihr beide sagt, ihr macht es, dann schließe ich mich da an. Nee, wenn du sagst, du willst es nicht machen, dann. Ich bin ja schuldig. Da waren ja mehr, also wir sind alle schon in Richtung B, aber die Mehrheit sagt nehmen, also nehmen wir. C kann ich mir halt nicht vorstellen. D sehe ich keinen Grund, warum das einen Unfall auslösen soll. Und A, dann hätte man davon schon mal gehört. Und B ist nicht so spektakulär, dass man davon unbedingt schon mal gehört haben müsste. Ein Vogel durchdrang das Visier, kann ja mal passieren. Eine kuriose... Ja. Ich sag B. Ich würde auch kommen, lass B nehmen. Dann lass B nehmen, sonst krachen wir hier runter, aber dann krachen wir halt. Krachen wir. Wie der Vogel durch das Visier.
Eben, das ist die also, 32.000 Euro nee. Frage, da krachen wir nicht runter. Oh Gott. Also, er ist am Steuer eingeschlafen. Ich glaube, dein Motor und alles drumherum war so scheiße laut, dass der überhaupt nicht einschlafen konnte. Also entweder ist er, keine Ahnung, 40 Stunden, 60 Stunden am Stück gefahren und war dann so fertig, dass da das eingepennt ist. Aber das ist schon mal falsch, ja. Dein Gasfuß ist eingeschlafen. Ja, logisch betrachtet kann er mit dem anderen Fuß einfach abbremsen. Gut, die Visiere, die waren jetzt nicht so wie die Visiere in der heutigen Formel 1. Das heißt, falls er brechen sollte, kam die ganze Pappe sowieso auf seinen Schoß oder ich weiß nicht. Ja, das heißt, ja. Es ist logisch, wie Anis schon gesagt hat, es ist Antwort B. Ein Vogel hat ihn begrüßt und hat erstmal sein Gesicht gesprengt. Freundlich. Ja. Der arme Vogel, der ist wahrscheinlich auch draufgegangen. Ja. Aber den redet mal wieder keiner hier. Der hat einen Flügel verloren. Nein, so, Spaß beiseite. Wir machen jetzt keine Gags über Alan Stacey, der hat einen Vogel abbekommen. Weil viele Leute verlieren. Der hat einen Vogel. Ja. So, Frage Nummer 12. So viele Unfälle heute. Nach dem Unfall von Felipe Massa 2009 ersetzte ihn Luca Madonna. Doch recht. Letztes Mal, das ist dieser komische Testfahrer. Dieser wurde nach zwei enttäuschenden Einsätzen wiederum ersetzt durch. Fisichella, das weiß ich. Giancarlo Fisichella. Giuliano Trulli. Jules Bianchi oder Jules Bianchi. Giancarlo Fisichella. Oder Heikki Kovalainen. Kovalainen, genau. Also der Rest ist ja auch Kovalainen. Macht auch keinen Sinn. Aber also ich hätte auch so keinen Sinn ergeben. Ich weiß es also. Ja. 1000% safe. 1000% safe. Antwort C. Und ich kann euch nicht überzeugen, mein Joker oder nein. So. Nein. Nein. Ach Gott, ich komme mir so vor wie ein Inder, der versucht, Rosen zu verkaufen. Ja, gut, dann loggen wir C ein. Ja, gut, Merlin hatte recht. Antwort C ist richtig. Ja. Krass, dass Bardet dann so viele Rennen gefahren ist. Ich wusste halt nur, dass der halt ewig dieser Testfahrer bei Ferrari war, der halt dann für die zwei Rennen da übelst scheiße war und letzter geworden ist. Ein paar Mal. So. Ich war alt. I don't know. Frage war schon sehr schlecht. Nummer 13. Erstmal. Mal! Wie viele Rennsiege holte das Toyota Racing Team in der Formel 1 zwischen 2002 und 2009? 3 Punkte. 3 Siege. 2 Siege, entschuldige. Ein Sieg. Kein Sieg. Hat Schumacher mal für die gewonnen? Könnte mir fast vorstellen, dass sie nie gewonnen haben. Aber also, wie lange war Ralf Schumacher denn bei Williams? Oder bei. War der, bei ja. Weil der hat 6 Rennsiege. Hat er davon einen bei Toyota geholt? Glaube nicht. Aber ich würde dafür auch nicht meine Hand ins Feuer legen. So, während ich glaube nämlich eigentlich auch nicht. Während ihr noch überlegt, können wir ein bisschen Werbung für unsere eigene Sache machen. Falls euch Werbemillionär gefallen sollte und mal selber mitmachen wollt mit dieser ganzen Geschichte, habt ihr die Möglichkeit, euch bei nerdlabor.net/wwm anzumelden. Da gibt es ein schönes, sympathisches Formular. Zu gewinnen gibt es ein Spiel nach eurer Wahl für 20 Euro und wenn ihr die Zeitvariante wählt, sogar ein Spiel eurer Wahl für 40 Euro. Das gibt unsere Kasse her, könnt also gerne mitmachen. Cam ist Pflicht. Ansonsten, ja, wäre schön, wenn sich einige Leute einschreiben würden. Ist das nicht auch irgendwie so ein Fun-Fact, dass Toyota es nie geschafft hat, ein Rennen zu gewinnen? Ja, wo die so viel Kohle da reingeschickt haben. Ja, vielleicht ist es, aber mein Gefühl sagt mir, dass sie nie was gewonnen haben. Also der einzige Fahrer, der bei denen ja irgendwas hätte holen können, war ja, wie gesagt, Ralf Schumacher. Der hat insgesamt 6 Rennsiege, das weiß ich. Aber ich weiß, wie lange, war der vorher bei Williams oder war der auch bei Sauber oder so? Der war auch bei Sauber. War auf jeden Fall vorher bei Williams. Weil ich weiß, dass Williams zum Beispiel 2006 halt zumindest nicht mehr Schumacher dabei hat. Die sind 2006 mit Rosberg und Webber gefahren. Hat Ralf Schumacher nach 2006 nochmal gewonnen. Aber nach 2006, was ist das die Phase? Das war doch die Phase hier, Renault wurde Weltmeister. Da hat doch Toyota nirgends was gewonnen. 2006, 2007, 2008. Hat da Toyota irgendwas mal gewonnen? Und davor war die Ferrari-Dominanz, da war vielleicht was von McLaren, aber Toyota hat da doch nie was gewonnen. Oder? Glaube ich ehrlich gesagt auch nicht. Also wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, dass Ralf
Also, oder gibt es noch einen anderen Fahrer im Toyota außer Schumacher, der irgendwas hätte. Sollen wir eine Second Chance nehmen und. Ich glaube halt, dass Toyota nichts gerissen hat. Kurze Frage. Ja, ich glaube eigentlich, ich bin auch ziemlich sicher bei der Null. Also ich und wenn wir die Billionen machen wollen, müssen wir auch Risiken eingehen. Jetzt sind wir doch gerade schon. Wo sind wir denn Risiko eingegangen? Bei Physikeller, das war kein Risiko. Ja, davor bei dem Vogel. Ja, das war Logik. Das war ja, das ein Risiko. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Schumacher bis 2006, also 2006 nicht mehr bei Williams war. Also sagen wir es mal so. Ich habe es ja gerade eben schon mal versucht, es wurde beneint, ich versuche es trotzdem, wolle ihr Joker einsetzen. Aber es macht viel mehr Spaß so. Ja, ist ja euer Weg, ne? Also es... Würde gerne machen. Macht auch richtig Spaß, wenn ihr falsch liegt, ne? Also, wissen wir, dass ihr es zu dritt auch nicht geschafft habt, die wenigstens mal die Millionen zu sehen. Was könnte sein? Wir sind, glaube ich, die Null riskieren wollen. Ich würde auch, glaube ich, die Null riskieren. Auch wenn es sein könnte, dass sie irgendeinen Lucky-Sieg haben, von der in Vergessenheit geraten ist, aber ich glaube, Null. Ich vertraue da auf euch, ihr Entscheidet. Ich würde auch die Null nehmen. Gut, also letzte Antwort. Was wählt ihr? Ich bin für Zero. Ja, ich auch Null. D. Ja, D. Oh Gott. Locker. Ach. Wie viele Rennsiege holte das Toyota Racing Team in der Formel 1 zwischen 2002 und 2009? Also, es gab keine drei Rennsiege. Jo. Ja. Gab keine zwei Rennsiege. Ja. Dennoch muss ich sagen, nichts ist unmöglich. Aber hier war es unmöglich. Es ist null! Ja. Ich habe irgendwie Erinnerung, dass es dieser Funfact ist. Toyota hat einfach nie was gerissen und zu viel Geld da reingesteckt. Aber sie hat eine schöne Lackierung. Was bringt das? 500.000 Euro. Bei Joker. Also wäre jetzt wirklich langweilig, würdet ihr beide Joker für die Millionen-Euro-Frage rausholen. Also das wäre da wirklich so. Naja, also ich finde, um die Millionen zu gewinnen, ist nichts langweilig. oder wir nutzen die Joker einfach gar nicht. Oder? Ja, Christoph, jetzt, du wolltest nicht gerade den Joker nutzen. Zwei Fragen. Vorschlag. Vielleicht wissen wir jetzt einfach beide safe. Aguri Suzuki war der erste Japaner auf dem Formel 1 Podium mit dem Team Lotus. Welcher Hersteller war in der Saison der Motorenlieferant? Peugeot. Also Peugeot war auch mal Motorenlieferant. Lamborghini. Lada. Kann mich nicht. War KTM jemals Motorenlieferant? Lamborghini war mal in der Formel 1. Lada kann, weiß ich, sagt mir auch nichts. Also ich würde ich könnte mir echt vorstellen, dass es Peugeot war. Weil das halt, also es klingt halt französisch, der Name schon, also habe ich Peugeot gesagt, aus Spaß. Weil der Russ, könnten auch die Russen sein. Aber aber hier würde ich würde hier, wollen wir lieber Second Chance nehmen. Oder wir können ja auch den Publikum-Joker nehmen und sagen, Ilo antwortet. Und die anderen schreien ihm nach. Ja, stimmt, bei der Millionenfrage, wir können ja erstmal den, Publikumsjoker nehmen. Gut, also Publikumsjoker. Ja. Schreibt nur, wenn ihr es wisst. Nur wenn ihr es wirklich wisst. Acht Zuschauer sind wenn da. Wenn ihr es nicht und wisst bereit, und antwortet, ich suche euch und finde euch. Ihr habt wieder die Möglichkeit, A, B, C oder D in den Chat zu schreiben, um diese Antwort zu beantworten. Um diese Frage zu beantworten. So, jetzt haben wir es richtig gestellt. Aguri Suzuki war der erste Japaner auf dem F1-Podium mit dem Team Larus. Nein. Welcher Hersteller war in der Saison der Motorenlieferant? Peugeot, KTM, Lamborghini oder Lada? Ja. Drückt auf die Taste. Eieiei. Es geht los. Oh, Leute. Das hilft uns nicht. Aber Ilo hat immer relativ schnell eingetippt und C stand als erstes da. Oder er hat es auch innerlich mit sich diskutiert, ob er wirklich mitmacht.
Und hat jetzt aber später auf A getippt. Mein Lamborghini könnte sein, sie waren in der Formel 1. Normalerweise wird hier nicht in den Chat geguckt, ne? Wer hat in den Chat geguckt? Guckt nicht in den Chat. War nicht in den Chat geguckt. Aha, okay. Keiner in den Chat geguckt. Könnte man in die Augen sehen, die immer auf dem gleichen Punkt sind. Ja, jetzt haben wir schon. Jetzt hat irgendjemand nochmal Ilo hinterhergeschrieben. Oder extra C getippt, um uns zu verwirren. Da. Haben. Also, Lamborghini könnte halt auch sein. Drei Leute. Das Einzige, was ich ausgeschlossen hätte, wäre halt KTM. Ich würde, glaube ich, wirklich C nehmen, weil C das Erste war, was, was halt aufgeploppt ist. Tobi, weißt du denn, wie viele abgestimmt haben? Drei Leute. Okay. Hätte ich auch so ausrechnen. Also, ja, ergibt sich logisch. Wenn ja nur die drei, haben sechs sich, oder also einer hat sich für A entschieden, zwei Leute haben sich für C entschieden. Ja, dann lass C nehmen. Ich würde auch C nehmen, weil das ist das erste. Also man sieht ja immer da oben rechts an der Grafik. Es sind nur zwei Leute, die C gewählt haben und einer A, ne? Also auf dem Publikum Joker, da kann man. Ja, oder wir nehmen jetzt den Last Chance, gehen halbwegs safe in die Millionenfrage und gucken dann mal. Aber der Last Chance wäre für die Millionen halt schon geil. Ja, das stimmt. Dann lass ich mit Lamborghini. Und nehmen. Ich würde halt wirklich einfach als anderer Punkt, dass C da als erstes relativ lange Zeit alleine da stand. Weil KTM ist halt weg. Und Lada habe ich das Gefühl, nein. Also entweder ja, B und A, B war ja eh jetzt schon raus. Deshalb A oder C. Und Peugeot wäre das nicht zu einfach. Das französische Team fährt mit Peugeot. Wie viel? 500.000 Euro wäre das nicht fast schon zu einfach? Ist, wenn Peugeot... Wenn es zu einfach gewesen wäre, dann wird die Frage nicht ganz weit oben stehen. Deshalb. Deshalb vielleicht C. Vielleicht ist es auch A, man weiß es nicht. Bin schön, wenn ich wenigstens etwas Verwirrung reinmeißen kann. Aber natürlich kann es auch B oder D sein. Ne? Vier Antwortmöglichkeiten. Und ihr habt noch einen Joker frei. Der Second Chance. Der erste Japaner auf dem F1-Podium. Aguri Suzuki. War das dann später der Gründer von Super Aguri? Ja, wahrscheinlich. Ne? Oder war das einfach nur eine Referenz? Kann sein, dass sie auch einfach, ich weiß es nicht. Also ich würde das... Super Aguri ist doch eine Tankstellenmarke. Nee, ich glaube tatsächlich, dass die Super Aguri, das ist irgendwas, vielleicht glaube ich, tatsächlich mit irgendeinem Fahrrad zu tun hatte. Glaube ich. Also ich würde, also ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich würde den C nehmen. Ich würde dann auch C nehmen, glaube ich. Ja. Der Spielleiter, locken Sie C ein. Finale Antwort. Antwort C. C. C wie Lamborghini. Die Statistik hat mich wieder zugeschlagen, beziehungsweise unsere menschliche Datenbank. Aguri Suzuki hat Super Aguri gegründet und war Teamchef. Das war richtig, Merlin. Was? Lief nicht so gut. Also. Ein Motor. Ja gut, aber dafür, was Super Aguri an Kapazitäten hatte, war es ja okay, fast. Ein Motor von Lada gab es niemals in der Formel 1. Echt nicht? Ja. Vielleicht hätten sie es einfach Turbolada nennen können oder so, ich weiß es nicht. KTM war auch nicht der Fall, wir haben also nur noch Peugeot und Lamborghini. Peugeot wäre zu einfach. Bitte nicht Peugeot. Italien gegen Frankreich. Frankreich gegen Italien. Antwort. Wenn Peugeot uns das versaut, die scheiß Franzosen. Jedes Mal, wenn ich den Auto von denen sehe. Einmal mit dem Schlüssel dran vorbei. Antwort auf den Motorenlieferant von Aguri Suzuki, der erste Japaner auf dem F1-Podium war. Antwort C. Lamborghini. Yes! Boah, mit Last Second Chance in Millionen ist schon nice. Aber Lamborghini, die waren ja nicht lange da. Die waren doch eigentlich auch mega schlecht, oder? War Lamborghini nicht mega schlecht? Aber das waren Zeiten auch damals, ja, weiß ich auch. Meine Damen und Herren, zu dritt kann man alles schaffen. Auch vielleicht die 1-Million-Euro-Frage. Ich hoffe, ihr bekommt jetzt eine sehr schöne Frage, die ich, Rico und Milo
hier niedergeschrieben haben. Ihr hattet nur eine einzige, eine Million Fragen. Wir hatten vier eine Million Euro Fragen. Zwei, entschuldige, wir hatten nur zwei. Schade, dass wir nicht so viele gemacht haben. Als ob ihr nicht damit gerechnet habt, dass alle vier von uns. Hätte er sein. Alle drei. Hätte er sein können. Von uns. Hätte man mal kurz die BoardGP-Frage da reingeschrieben. Also, die eine Million Euro Frage. Welche Farbe hat die Flagge? Wird jetzt angezeigt. Und ich hoffe, das ist einer der Fragen, die ich richtig gut finde. 50-50, mal schauen, welche Frage kommt. Das ist nicht die Frage, die wir hatten, oder? Oh, das weiß ich aber ungefähr. 376, okay. Irgendwas oder so. Das wüsste ich. Es ist 376,4 oder so. Wie hoch ist die höchste jemals gemessene Geschwindigkeit in der Formel 1? 376, irgendwas. 323,7. Nein, Quatsch. 391,4. Nein. Bisschen hoch. 349,2. Dann müssen es die. Ja, dann ist das 372,6. Und da müssen wir nicht mal Last Chance nehmen. Aber ich würde Last Chance nicht mal nehmen, weil das im Ausschlussverfahren logisch ist. Weil es einfach logisch ist. 323 ist zu wenig, 391 ist zu viel, 349 auch zu wenig, weil allein in Monster fährt man schneller als 349. Rico, nochmal bitte wiederholen. Tipp. Ja, ich bin auch bei D. Bleibt im Ausschlussverfahren ja nur D. Also ich würde knallhart ohne Last Chance D nehmen. Nur der Disrespect an die Frage. Geh in die Ecke, Frage hier. So, hey, ja, aber ich werde auch safe bei einloggen. Ich hab's ja vorher quasi schon gesagt, hatte nur einen Zahlendreher. 391 war doch nie. Ja, ich weiß das aber auch safe. Ich hatte 376,2 im Kopf gehabt. Ich habe meiner Meinung nach eine andere Zahl im Kopf gehabt. Wir haben diese Zahlenabstände so gering wie möglich gehalten, dass man eher überlegt. Ich weiß nicht, ob wir direkt in die nächste Millionen-Euro-Frage gehen können. Ist es denn schon richtig D? Also wir loggen D ein, oder? D ist ja, richtig safe. Wir loggen B ein. B? Nee, B ist falsch. B ist falsch. Oder wollt ihr eine Second Chance Joker? Nein. Millionenfrage. Gut, wir nehmen D. Die anderen Zahlen sind einfach die. Rico. Wenn ihr. Ihr hättet da müssen machen müssen 372, 374, 376. Aber das wäre vielleicht schon wieder zu hart gewesen. Da wäre ich aber raus gewesen, weil ich aus irgendwelchen Gründen 376,2 im Kopf hatte, was einfach nur Zahlen. Rico. Ja, jetzt auf dem Klo oder was? Nee, ist nicht okay. Weil das hatte ich extra nachgeguckt, als ich in Forza Horizon diese komischen Kinomodus nachgespielt habe und ich mit einem Wagen aus 1950 oder so, einem Formel 1 Wagen, irgendwie mit 400 da dran gebrettert bin. Was nicht so ganz. Da war halt ein Spaß. Na. Das war etwas enttäuschend, ja, muss ich sagen. Also. Geht keine andere Frage. Dass ihr mit so einer Sicherheit die beantwortet habt und damit leider Gottes korrekt liegt. Ja. Nein. Das erste Mal die eine Million in die unseren David Millionär Quiz. Gratulation. Meine Freunde hätte ich jetzt noch vergessen, aber ich dachte, aber du könnt die anderen Fragen das vielleicht nochmal stellen. Ihr habt ja mit Sicherheit so noch irgendwo rumliegen. Die müssen ja jetzt nicht in dem Overlay hier sein. Wir kriegen die letzte, also die letzte Millionen-Euro-Frage kriegen wir noch rein, wenn ihr das möchtet. Das sind 2 Millionen, die wir kriegen. Ja. Joker-Spezial. Oh. Haben wir nur vergessen anzufügen. Ah. Mit Leertaste kommen die. Machen wir mal. Probieren wir mal. Weil ich fand die andere Millionen-Euro-Frage fand ich sehr viel interessanter. So, mit Leertaste kommen die anderen Millionen-Fragen. Dann. Ja, normalerweise. Ne? Deswegen. Normalerweise. Das ist nicht diese Frage, oder? wir hatten sehr viele Fragen eigentlich. Ich dachte, er hätte nur zwei. Ja, ich glaube, wir hatten sogar drei. Jetzt bin ich mir echt nicht mehr sicher. Was zum Teufel ist hier Bringt los? Sie uns alle, wir werden sie alle beantworten. Auf welcher Strecke wurde bis auf 1980 in jeder Saison gefahren? Monza. Monaco ist vor Silverstone, Monaco oder Spa nicht. Monster glaube ich auch nicht. Monaco auch nicht. Warum sollte Monaco ausgerechnet 1980 ausgesetzt haben? Warum sollte Silverstone 1980 ausgesetzt haben? Ausbruch der Rinderwahn. Ja, aber kann er nicht auch Monaco? Weil Rinderwahn ist 1980 ausgebrochen.
Ich das war in Großbritannien riesen. Also A und D würde ich halt ausschließen. Rico, wir hatten noch eine weitere Millionen-Euro-Frage. Ich kann mich. Ja, ich sag B. Ich hätte dann was B nehmen. Der Game Master, wir tippen B. Wieso wollt ihr so schnell antworten? Das gibt's doch nicht. Ja, weil wir A und D ausschließen, bleibt nur B und C übrig. Wollt ihr Joker holen? Nein, wir nehmen B. Nee, aber erzähl, was du immer gesagt hast, Prestige-reichste Strecke und so weiter. Ich meine, die wurde zwar schon 5000 Mal verhindert, aber... Rico. Bertha. Bravo. B. Baby Bob. Mensch, Leute, hättet ihr doch lieber einen Joker geholt. Dann würden wir das noch etwas in die Länge ziehen, aber gut. So, Rennstrecke bis auf 1980 in jeder Saison gefahren. War nicht. Die wurde nochmal ein bisschen umgebaut. Ein bisschen. Monaco kann es auch nicht sein. Bleibt nur noch A oder B. Und die korrekte Antwort auf diese Frage wäre Monza gewesen. Was? Hätte ich jetzt nicht geglaubt. Ja, jetzt haben wir eine Frage richtig, eine Frage falsch. Also müssen wir die dritte noch sehen. Alle guten Dinge sind drei. Kriegen wir noch die dritte geladen? Mit aber unser Last Chance Joker haben wir noch. Ganz ehrlich, das sind richtig schöne Millionen-Euro-Fragen und ich glaube, jetzt kommt auch die Frage, die ich auch sehr, sehr gerne mag. Da können wir dann unser Last Chance Joker benutzen. Ja, könnt ihr gerne machen. Ist mir eine Hupe. Ist ja alles jetzt nur zum Spaß. So. Schmierhupe. So, Rico, kriegst du noch die Frage rein? Ist nur Leertaste zurück. Ah, schön, das ist die Frage. In welchem Streckenabschnitt der Nordschleife hatte Niki Lauda 1976 seinen berühmten Unfall? Oh Gott. Wenn der Name genannt wird, könnte ich vielleicht im Hinterkopf haben. Ah. Ah, what okay. Ich nehme A. Das ist da. Nein, das ist noch vom letzten Mal von Monster und Silverstone. Das ist nicht richtig. So, die Breitscheid. Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum das hier so angezeigt wird. Ich würde sagen, einfach mal ignorieren. Ignoriert das Blinkende, ne? Also, ne? So, also Breitscheid, Bergwerk, Kesselchen oder Klostertal. Aber ist das jetzt ein Bug, dass Breitscheid richtig ist? Ja. Das ist ja doch von der Frage. Das ist immer noch von davor. Ach, das so ist ein davor. Anzeigefehler. Das hat nichts mit dieser Frage zu tun. Alter, der Kesselchen. Klostertal. Also ich habe die Szene vor mir und ich weiß, da kommt er lang, dann dreht er, boom, und dann Feuer und die anderen kommen reingefahren. Automatisch. Manche springen raus. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Abschnitt hier heißt. Also ich habe keine Informationen dazu. Ich hätte eher zur Richtung C. Gut, dass wir die Geschwindigkeitsfrage als Millionenfrage hatten. Also Bergwerk glaube ich nicht. Nicht zu hören, was ein Abschnitt auf der Nordschleife der Bergwerk heißt. Ich weiß, ich hab keine Ahnung. So oft fahre ich an die Ruhe. Ich muss ehrlich gesagt sagen, meine Breitscheid gibt's nicht auf der Nordschleife, Bergwerk gibt's nicht auf der Nordschleife. Von daher C oder D. Ja, bei dann D lass mal lieber den Last Chance Joker nehmen. D meine ich nämlich auch nicht, meine es müsste C sein. Ja, dann lass den Last Chance Joker nehmen und C sagen. Ja. Also Last Chance? Ja. Dann Last Chance. Falscher Knopf. Wieso witzig die jetzt auf Joker? Sogar, ja? Also 100% A. Ist auch ein Anzeigebug. Second Dance. So, los geht's. Also, ihr wollt wählen? D. D, Kesselchen. Das ist sensationell falsch. Hm. So. Hm. Was macht ihr jetzt? Bibel TV schreibt. Ich weiß es nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es halt nicht. Diesen Kommentar möchte ich gerne vorlesen. Bibel TV 1. Uff, fahre da jedes Jahr mindestens 10-mal drüber, aber weiß es nicht. Bibel TV. Bibel TV. Fahr mit Gott. Also, wenn das Klostertal wäre, müsstest du es dann ja wahrscheinlich. Stimmt. Ich würde mal vielleicht auf A, weil A als einziges so komisch geschrieben wird. So Bergwerk ist ein schick normales Wort, Klostertal auch, Breitscheid mit D, mit 2D. Wo soll man sich das ausdenken? Also,
Nach was, also warum könnte das denn so benannt sein? Bergwerk, weil da früher mal ein Bergwerk an der Stelle war? Nein, nein. Klostertal, weil da früher mal ein Kloster war? Nein, da war kein Kloster. Dann ist es Breitscheid, weil Breitscheid ist ein Ort in der Nähe. Ja, dann... Ich würde auch sagen A. Ich weiß es nicht, aber dann fass dich mal, Christoph. Meine Breitscheid heißt da ein Ort jetzt in der Nähe. Nicht jetzt, sondern heißt da ein Ort in der Nähe. Der wurde nach der Kurve benannt. Er ist ja auch so, dass Teile der Nordschleife heißt ja nicht, nach Orten. Er ist ja nicht richtig in der Kurve, sondern... Ja, auf der Geraden da nach der Kurve. Ist ja auch ein Streckenabschnitt. Ja. Breitscheid, Bergwerk. Das kleine Karussell, das Karussell und... Ja, keine Ahnung. Ein großer Berg, kleine Wagen. Ich sag Breitscheid, A. Ja, ich würde auch wieder mit d'accord gehen. A. Dann wählen wir Antwort A. Fun Fact: Diese ganzen vier Antwortmöglichkeiten sind Streckenabschnitte. Das sind alles Streckenabschnitte der Nordschleife. Also die gibt es. Natürlich alle fast direkt aneinander kommen sie. Deswegen ist es auch eine 1-Million-Euro-Frage. Ja. Seid spannend, was es sein könnte. Ja, also BibelTV schreibt schon traurig, er weiß es selber nicht. Ja. Streckenabschnitt, oder in welchem Streckenabschnitt der Nordschleife hatte Niki Lauda 1976 seinen berühmten Unfall? Es ist Antwort B, das Bergwerk. Ja. Die war wirklich eine Millionenfrage. Ja, das war gut, dass wir die KMH-Frage hatten. Aber finde ich auch schön, dass sie jetzt an der Nordschleife eine Kurve, die Niki Lauda Gedächtniskurve, genannt haben. Hat er denn früher ein Bergwerk? Oder warum heißt der Abschnitt? Oder der Abschnitt vermutlich war da früher ein Bergwerk? Oh, weil die haben, also die meisten Teile sind halt nach Orten benannt, die rundherum sind. Die Mühlenbachschleife zum Beispiel, weil Mühlenbach direkt ein Ort da ist. Oder halt die Stefan Bellows S halt wegen Stefan Bellow. Bin ich ins Bar verreckt. So, also Ilo kann bestimmt sehr schön Informationen geben. Als kleine Information noch selber, ich bin eigentlich nicht so weit entfernt von der Nordschleife, aber Schande über mein Haupt. Nee. Ist klar. Ja, das habe ich auch direkt geschrieben, dass es mir leid tut. Alles gut, bin schon gewöhnt, als Kerl gesehen zu werden. Ja, Twitch ist halt, ne? Ich sage jetzt dazu nichts. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war die große Wer wird Millionär-Ausgabe zur Formel 1 Special. War das jetzt eure Special-Frage, wo du dich so drauf gefreut hast? Ja, das war die Special-Frage. Wenn ihr gerne mitmachen wollt, netlabor.net/WWM, da könnt ihr die normale Version oder euch für die normale Version registrieren. 21 Euro Spiel nach eurer Wahl gewinnen und in der Zeitvariante 40 Euro eurer Wahl. Ja, danke für Vielen die Folge noch, BibelTV. Und also gerne ins Formular reinschreiben, wenn ihr gerne das gerne machen wollt, mitmachen wollt. Ihr seid herzlichst dazu eingeladen, euch die 50 Fragen zu stellen mit 4 Jokern, wenn ihr das möchtet. Noch als kleine Information, wenn euch der ganze Content gefällt, macht's wie BibelTV und die ganzen anderen Leute, die heute schon gefollowt haben, verpasst nicht diesen wunderschönen Content. Die Formel 1 Season, die dieses Jahr startet mit der Formel 1 2020 und natürlich weitere spannende Projekte, die übrigens Christoph, Rio, Merlin, Rico und meine Wenigkeit macht. Ich glaube, ich habe keinen vergessen. Nein, habe ich nicht. Und auf YouTube sind wir auch unterwegs. Da wird diese Folge auch noch natürlich on demand hochgeladen. Da gibt es auch 4 andere Episoden von Wer wird Millionär, wenn ihr euch einen schönen Abend schieben wollt. Das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich bei den 3 Kandidaten vom Nerdlabor. Das war die private Runde von Formel 1. Morgen kommt dann Formel 1 2020 für jeden raus. Ich bin mal gespannt, ob wir uns dann hier auf dem Track sehen. Vielleicht mache ich auch morgen einen Livestream zum großen Preis von Hanoi und dann spielen wir ein bisschen Multiplayer. Ja, auch natürlich Hanoi ist richtig scheiße. Ja, Hanoi ist scheiße. So. Und natürlich ein dickes Dankeschön an Ilo für die ganzen Fragen. Auf jeden Fall. Vielen Dank, die Mühe Ilo zu geben, 90 Fragen. Danke, geben, Ilo. 60 Fragen sich zu überlegen, das ist der Meister. Also, der Dank geht an dich raus und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.
gute Nacht, schlaft schön, wir sehen uns. Tschüss und auf Wiedersehen. Euer Günterlein. Tschüss. Ja, ne?